Wenn ich auf irgendwelche Themen eingehen soll, mache ich das gerne. Hier wurde vorhin eine Menge gelogen. Ich war selber 36 Jahre lang Moslem und ich habe das Thema von A bis Z studiert. Deswegen, der Herr, der vorhin da war, hat At-Tawri angewendet. Er hat gelogen. Er hat getäuscht. Vor 250 Leuten. Moment, Hat den Islam so hingestellt. wen meinst du jetzt namentlich? Den Imam? Der, wo den Hermann vorhin so quasi runtergemacht hat, wie so einen kleinen Schuljungen. Okay. Also das Recht dazu, ich weiß nicht, woher er sich das Recht dazu nimmt, wenn Hermann eigentlich im Recht ist. Weil die Suren und die Verse im Koran und die Tafsire und die Kommentare geben alle Hermann Recht, was die Kindersachen anbelangt. Und wenn ich darauf kurz Bezug nehmen darf, dann ist hier zum Beispiel von Save the Children vor ganz kurzem rausgekommen. Oder komm schon. Ist ganz vor kurzem rausgekommen von Save the Children. Tödliche Praxis. Täglich sterben 60 Mädchen an den Folgen von Frühverheiratungen. Also es stimmt nicht von wegen, man muss im Kopf reif sein, etc. Sure 65, Vers 4 gibt ganz klar die Anweisung dazu, dass man sich von Mädchen, kleinen Kindern trennen darf, auch wenn sie noch nicht mal ihre Tage haben. Und das ist das, was Save the Children auch sagt. Und wenn ich jetzt auf andere Kommentare noch eingehen würde, dann würden euch die Nackenhaare aufstehen. Ja, Aber der Dr. Herr, wie Schick, gesagt, Dr. der da, Schick, er hat vorhin verlassen und ich habe gesagt, schade, vielleicht sprechen wir uns ein anderes Mal. Ja, Dr. Schick, dann würde ich dich jetzt mal fragen, dann wärst du eigentlich mit dem, was Sasa gesagt hat, müsstest du ja zufrieden sein, weil er betreibt ja dann kein Takira. Richtig? Was Weil er hat ja Sarah auch, sagt, ist weil er einfach, hat ja auch gesagt, ich fühle mich ein bisschen getrollt. Bei ihm fühle ich mich etwas getrollt, um ehrlich zu sein. okay. Aber er hat bei der Oh, Trennung von nein, Staat nimm und nicht die Kirche, Wahrheit dass ins Gesicht. Deutschland nicht von. Du bist ein Das meine ich. Kompetenzer. Das meine ich. Das meine ich. Moment, Moment, warum, nein, sag uns doch mal, warum fühlst du dich von ihm getrollt? Weil er. Normalerweise ist es nicht so, dass jemand kommt und so offen, also er sagt die Wahrheit in so einer lächerlichen Art und Weise, dass die Leute es nicht ernst nehmen. Verstehst du vielleicht, auf was ich hinaus möchte? Er stellt Ja, es lächerlich hin, obwohl soll es ich die mir auch Wahrheit abschneiden, ist. drohen oder was? Geht's dir noch gut? Weil du bist Nein, auch nicht mehr gut. Sasa, du In der darfst ja gleich gerne Scharia, nochmal was zu sagen. wenn man ein Ei klaut, dann wird einem die Hand abgehackt. Jo! Das stimmt alles. Und er sagt es so in einer lächerlichen Art und Weise, dass die Leute denken, ah komm, die anderen spinnen doch, Ist es gerade was dein für Ernst? Haftstrafen und was weiß ich was. Deswegen fühle ich mich ein bisschen getrollt, um ehrlich zu sein. Okay, das. Okay. Aber das, was er sagt, würdest du sagen, entspricht im Kern dann aber der Wahrheit. Das Es heißt, entspricht schon der Wahrheit, aber man sollte es ernst nehmen. Nicht, er hat es zwar sehr lächerlich hingestellt, er hat es versucht, so als würde ich dir jetzt erzählen, ach komm, das ist doch nicht so schlimm und so. So auf diese Art und Weise hat es so lächerlich hingestellt. Aber es sind harte Strafen und das ist eine Realität. Menschen sterben in diesen Ländern, um im Westen zu leben, begeben sich auf ein Boot, wo nur Platz für 5 Leute ist, gehen sie zu 50 drauf. Sie sterben im Mittelmeer, um nicht dort zu leben. Und sie sterben dafür, damit sie hier im Westen leben könnten. Das ist ein Fakt. Die fliehen vor den Ländern, wo die Scharia herrscht. Und zu sagen, es gibt keine Scharia, aber es ich ist muss mal drauf einfach eingehen. Wo nur. herrscht denn die Scharia? Wo? Meine. Afghanistan, Zum Beispiel in Afghanistan. Und da Afghanistan, kommen sie ja mit dem Segelboot von Afghanistan, Afghanistan her. Iran, Afghanistan, Iran, Iran, Irak. Saudi-Arabien. Ja. Übrigens tut Hey, warte mal. Saudi-Arabien öffentlich. Meine Warte doch Güte. mal. Du hast ein Schlauchboot Meine Güte, reingesetzt. hast du Aus kein welchem Land kommen Benehmen? die mit Lass dem mich doch Schlauchboot? aussprechen. Ja, du erzählst so viel Übrigens, Mist, das kommt. meine Güte. Das ist das, was ich meine. Ich habe schon mal das Vergnügen gehabt und es war keins. Da, wo er mich beleidigt hat und runtergeworfen hat. Okay, pass auf, Ja, weil du beleidigt Dr. Schick. hast. Pass auf, Dr. Schick, dann lass doch Kannte mal, sie nie pass auf, beleidigen. dann gehen wir doch mal, Moment, Sasa, dann gehen wir dir Er doch, ich quatscht die ganze Zeit rein.
Ja, pass auf, wir machen das jetzt, wir geben jetzt Sasa einmal kurz die Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen, was du gesagt hast. Vorher möchte ich Zuversicht für ihr Abo Ich danken. wollte kurz noch Vielen was, Dank. ich wollte noch kurz mein letztes Statement bringen, wenn ich noch kurz darf. Okay, dann mach das und dann geben wir Ja. Sasa die Gelegenheit Also, darauf. wie gesagt, es ist alles kein Spaß. Die Leute begeben sich auf ein Boot und sterben dafür, damit sie nicht dort leben müssen. Natürlich gibt es dort eine Scharia. In Afghanistan gibt es 99% Zustimmung für die Taliban. Es gibt natürlich eine Scharia. Es ist ein Witz, wenn man sagt, das wäre nicht so. In Saudi-Arabien wird öffentlich nach Henkern gesucht. Jobausschreibungen, so wie in Deutschland. Suche einen, keine Ahnung, Stuckateur oder so. Dann steht in Saudi-Arabien, wir suchen 18 Henker. Okay. Das ist die Wahrheit, leider. Ja, ist so. Okay, Sasa, wenn du möchtest, wenn du Ja, ich möchtest. würde gerne darauf eingehen. Also, guck mal, das ist das Problem. Also, Du erstmal, bist das Problem. ja, ist ja okay. Dr. Sheikh, Ja, ist jetzt gib okay. ihm auch die Gelegenheit, jetzt quatsch du ihm nicht dazwischen. Okay, also okay, ich weiß. Ich bin das Krebsgeschwür der deutschen Gesellschaft, ist okay. Also folgendes. Guck mal. Ich bin Allah auf jeden Fall dafür dankbar, Alhamdulillah, dass Leute wie euch ständig hier in den Räumen, auf YouTube, da und du, Elia Nathan, diese Ex-Muslim und diese ganzen anderen komischen Pappnasen, dass ihr Lügen erzählt über den Islam. Und das ist der Grund, warum sich so viele Menschen mit dem Islam Kannst du mir beschäftigen. Die ganz kurz kommen, sagen, was warten eine auf Lüge war? Leute, Jungs, Ja, er eigentlich, soll Stellung beziehen, er soll sagen, wo ich gelogen habe. nein, Dr. Sheikh, Augenblick mal eben, kurz. Ja, klar. Eigentlich, nein. Eigentlich seid ihr euch inhaltlich doch ziemlich nah. Ihr sagt beide unverblümt das, wo ihr behauptet, dass die ganzen anderen, wir machen das jetzt mal pauschal, uns anderen ein vormachen. Eigentlich seid ihr doch in eurem Anliegen ähnlich. Nee, eben nicht. Das ist das Problem ist. Schaut mal, Er es soll mir ist mal doch. Wartet, bitte ich ich bin sagen, doch gerade er soll mir dabei, mal bitte. Leute. Ich bin doch Meine gerade Güte. dabei. Hallo, Du hast mich grüß dich. gerade, Genau, du hast ja, mich ich würde es gerade, dir. Okay, du hast mich gerade der Lüge Ja, bezichtigt. ich Ich würde würde doch gerne gerne wissen, wo sagen, was ich ich da würde gerne gemacht habe. wissen, wo ich. Okay, kannst du. Okay, Meine ja, aber Güte. pass auf. Wo Sasa, pass habe ich auf. Ich kann doch. gelogen? Wo habe Ja, ich ich würde es gelogen? auch gerne sagen. Ich würde es doch Sasa, gerne bitte. sagen, darf ich? Sasa, bevor du jetzt auf das eingehst, was ich gesagt habe, wenn du das möchtest, dann erklär ihm doch noch mal eben kurz bitte, weil du ihn ja mit da in den Topf reingeschmissen hast, wo du sagst, dass er lügt. Genau. Ja, okay, sehr gut. Und ich möchte auch, dass er so lange auch mal einfach still ist und einfach mal den Mund zuhält. Keine Sorge, ich höre zu, kriege ich danach Ja, einen großen okay, Bildschirm sehr und kann gut. alles Ja, zeigen. bis mit Dine. Okay, Ja, Sasa, das komm, hört leg zu. jetzt auch los. Danke. Sasa, leg jetzt Ich auch würde mich los, dann komm. jetzt rausmachen. Sasa, leg jetzt los. Komm. Ja, ich lege jetzt los. Ich würde Okay. mich jetzt Also an rausmachen. erster Stelle ist es, dass er behauptet hätte, so wie frech, dass die Leute aufgrund der Scharia flüchten. Und er sagt aus dem Schlauchboot, sagt er. Also, da meint er höchstwahrscheinlich die nordafrikanischen Länder oder die ganzen Afrikaner, die halt aus Afrika mit einem Schlauchboot an die Küste von Italien kommen und auf dem Weg halt sehr, sehr viele sterben. Das hat doch nichts mit der Scharia zu tun. Welches Mittelmeer? denn? Oh, meine Güte, ich bin doch noch gerade am Reden, Mann. Echt, du Dr. bist richtig Sheikh, hab ein bisschen unverschämt, ey. Geduld. Dr. Sheikh, hab ein bisschen Geduld. Du kannst da gleich gerne drauf eingehen. Mein Wort gesagt, Mittelmeer. Ja, Mittelmeer, okay, alles klar, Mittelmeer. Dann guck mal, wo auf der Landkarte, wo das Mittelmeer ist. Ja, guck mal, Guck wo mal, wichtig Afrika ist. ist. Oh, lass mich doch mal endlich reden, War jetzt meine krass. Güte. Okay, warum ist es Oh, denn, Alter. warum ist es denn so wichtig? Warum ist es denn so wichtig, dass ihr diese Frage jetzt klärt? Warum ist das jetzt wichtig hier mit dieser Schlauchbootgeschichte? Was ist daran jetzt wichtig? Ja, aber Ich sag ja, der macht es gerade lächerlich. Er stellt es so ich mache hin, doch nichts als würde lächerlich. man von Ich kann mich Afrika, ausreden. Ey, ich kann mich er stellt ausreden. es, er versucht es so hinzustellen, von Afrika 10.000 Kilometer mit einem Schlauchboot, stimmt doch gar nicht. Die steigen doch in Türkei im Mittelmeer ein. Er versucht alles lächerlich zu Ja. machen. Du bist so ein Traumtänzer, ey. Hör, darf ich ausreden jetzt endlich? Leute, also wenn ihr es nicht hinbekommt in einem Live Ja, aber ich würde zu doch gerne antworten, reden, aber der Typ quakt mir die ganze Zeit ja, aber dazwischen. dann muss ich euch beide rausschmeißen. Wenn ihr das beide nicht hinkriegt, eine ordentliche Sorry, Diskussion zu aber führen. das kann doch jetzt nicht meine Schuld sein, wenn ich ihm zuhöre und er mir nicht. Jetzt Ja, spielt er die Opferkarte. ihr beide habt jetzt gerade ein Riesenego irgendwie. Offensichtlich passt das nicht in dieses Live rein. Nein, es passt nicht, weil er jetzt die Opferkarte zieht.
Guck mal hier, siehst du, was ich meine? Das ist einfach so ein, egal wie auch immer, ey, Shake, ich höre dir erstmal zu, rede du erstmal und ich habe Nein, gesagt, sag was du mir sagst. endlich, wo ich gelogen hätte. Ja, wenn du die Klappe halten würdest, dann würde ich dir doch sagen, Ja, aber aber dann erzähl keinen Scheiß. Jungs, wir machen keinen Meter über Grund. Das bringt so nichts. Das bringt so nichts. Ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal weiter zum nächsten Gast. Ihr entspannt euch mal, atmet einmal durch und dann lassen wir jetzt erstmal Sonnenschein zu Wort kommen. Dr. Shake, danke erstmal bisher, Sasa auch. Und dann gehen wir jetzt erstmal weiter. Einfach mal entspannen und dann kriegen wir das gleich vielleicht nochmal hin. Ach, komm, geh runter. Macht's guten Abend. Ja, gute Nacht, Dr. Shake. Gute Nacht. Also ich würde Ah, ganz sag gerne. mal, trink nicht noch nach, echt, sonst ist hier gleich auch Feierabend für dich, ehrlich. Einen wunderschönen guten Abend. Ich würde gerne erstmal ein, zwei Sachen zu Azaza sagen. Da kamen ja ein paar Unwahrheiten. Die erste Unwahrheit ist, dass so viele Menschen zum Islam konvertieren würden. Das ist statistisch überhaupt nicht so. Ganz im Gegenteil, in Deutschland haben wir mittlerweile die Atmosphäre, dass die Leute die Schnauze gestrichen voll haben von dem Islam. Das heißt, diese Vorstellung, diese romantische Vorstellung, vielleicht auch eine Wunschvorstellung von Azaza, dass morgen hier die Scharia herrschen wird, das wird nicht passieren. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, das Problem am Islam ist, dass der Islam, dass die meisten Menschen vergleichen den Islam mit anderen Religionen, aber der Islam unterscheidet sich ja einfach. Aufgrund dessen, dass der Islam nicht nur eine Religion ist, sondern gleichzeitig eine Staatsphilosophie ist mit einem Ordnungsprinzip und mit einem Rechtswesen, also einem islamischen Gesetz. Und das ist ein Riesenunterschied. Wir können eben nicht christliches Recht an einer Universität studieren oder jüdisches Recht oder hinduistisches Recht oder buddhistisches Recht. Aber es gibt das islamische Recht. Und das macht schon die Religion zu einem, macht schon einen Riesenunterschied. Und viele Muslime sind der Meinung und der Überzeugung, dass dieses islamische Recht über jedem weltlichen Gesetz steht. Und da haben wir ein Grundproblem in Deutschland. Denn in Deutschland leben wir in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und unser Grundgesetz ist das bestehende Gesetz. Und das steht nicht zur Verhandlung. Das Ja, ist nicht verhandelbar. Sonnenschein, da wurden wir vorhin auch freundlicherweise von Iman schon drüber aufgeklärt, also dass er auch nicht sagen würde, dass das eine klassische Religion ist, wie wir die Religion definieren, sondern Regeln für das Zusammenleben. Ich fasse das nochmal zusammen, danke schön, Mel. Genau, das ist, er hat einen bestimmten Begriff benutzt, der ist mir aber leider entfallen. Also ich würde es jetzt mal nennen, Regeln fürs Zusammenleben. Anschauung gesagt. Ich erkläre es. Darf Er hat ich das Wort meine Schluss Lebensanschauung machen, benutzt. bevor ich schlafen gehe? Was? Ich sage, darf ich schnell noch zwei Sätze sagen, weil ich Er lang hat eine raus bin? Begrifflichkeit benutzt. Das war Lebensanschauung. Es ist nicht nur eine Religion, Nee, eine das war noch ein bisschen was anderes. Lebensweise. Nee, das war noch ein bisschen was anderes. Da ging es um Regeln zum Zusammenleben, nicht nur Lebensanschauung, sondern das war richtig pragmatisch, dieser Begriff. Aber okay, Nelson, wenn du schnell schaffst, drei Sätze, weil Klar, eigentlich war das sonst geht schon noch nicht fertig. tatsächlich, ihr Lieben, das geht tatsächlich schnell. Ich mache auch die Kamera noch mal aus, weil ich da sehr nah ans Mikro dran gehen muss, damit man es hört. Dem Vorredner gebe ich zu 100% recht. Ich will nur drei Sätze sagen. Wenn wir es irgendwann mal schaffen, in Ehrfurcht vor dem Leben unser aller Dasein zu pflichten, wenn wir irgendwann es wirklich schaffen, mal Achtung vor den Menschen haben, ihr Recht auf ein unversehrtes Leben, und deren Hab und Gut, deren Besitz zu haben. Und uns in der Pflicht sehen, die Sorge zu haben für Arme, für Menschen, die nicht mehr können, die krank sind. Wenn wir irgendwann mal sagen, wir wollen tatsächlich Frieden haben, Shalom, Wohltätigkeit gegen andere, gute Taten machen, soziale Gerechtigkeit, eigenverantwortlich in dem, was unser Herrgott, an welchen immer wir auch glauben, gemäß dem, was wir bekommen haben, diese Werte irgendwann mal gegenüber in unserer Umwelt und allen Geschöpfen, die wir haben, zu schaffen, zu leben, dann haben wir es geschafft. Und solange das nicht klappt, Leute ohne Scheiß, werden wir genauso weitermachen wie bisher. Ich sage euch eins, Shalom Alechem, ihr werdet es irgendwann verstehen. Und genau in dieser Sekunde bin ich raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
Ja, ciao. Nacht, Nelson. So, genau, Sonnenschein, du warst ja noch. Ach, warte mal, genau, bevor wir jetzt weitermachen. Iman ist nochmal hochgekommen. Komm, sag mir das nochmal bitte. Ich habe leider den Begriff, den du genannt hast, den habe ich Meinst du nicht. vielleicht Lebensordnung? Lebensordnung, vielen Dank, genau. Ja, die Lebensordnung. Wir ordnen das Leben danach. Und wie gesagt, also ich habe das auch mehrmals vorhin gesagt gehabt. Wenn du dich jetzt TikTok, auch guck mal, nicht nur wir Muslime müssen sowieso die Scharia implementieren im Sinne von das Gute benehmen und so weiter, ja, und das fünfmalige Gebet. Scharia heißt nicht nur Strafe, 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 was jeder denkt. Das ist doch verrückt. Aber jeder Mensch, der sich gut benimmt, implementiert einen Teil der Scharia. Guck mal, TikTok, dein Benehmen hier auf diesen Lives ist super. Du gibst jedem das Recht zu reden, du gibst jedem die Chance zu reden, und dieses Benehmen ist ein Teil der Scharia. Das heißt, du implementierst einen Teil der Scharia in deinem Leben. Und wenn zum Beispiel ein Hermann sagt, nee, ich implementiere nichts von Scharia, ja, dann benimmst du dich nicht gut. Dann behauptest du damit, dass du kein gutes Benehmen hast. Weil gutes Benehmen und das Anlächeln, also Menschen anlächeln, besonders jetzt im Glauben, also unter Brüdern, ist das sowieso ein gutes Benehmen. Und das gehört und ist Teil der Scharia. Ja? Das heißt, dein gutes Benehmen, und da kann mir keiner was erzählen, dass dann die Scharia voller Gewalt ist, wenn schon gutes Benehmen Teil der Religion und Teil des Gesetzes ist. Wer sich daneben benimmt, ist nicht von uns. Ja, Ami Iman, ich habe mal eine Frage an dich. Kennst du dich mit der Scharia ein bisschen aus? Also, ich würde das Ganz nie kurze behaupten. Frage. Du sagst, in Afghanistan ist Ich bin ein Atheist, ja. Also, das ist. Afghanistan von der Taliban besetzt und Scharia-Staat. Das hast du vorhin angezweifelt, das stimmt Was, aber was, so. was, 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 was nochmal? Afghanistan ist von den Taliban besetzt. Das weiß jeder, der mal Nachrichten gelesen hat. Und die Taliban folgt der Scharia zu 100%. Ja, Okay. und Afghanistan wird 100% von den Taliban regiert. Ende aus der Diskussion. Das hast du vorhin Okay. bezweifelt. Ende aus der Diskussion. Das hast Du du gerade kannst dich, Lügen was, was? hingestellt, haben alle gehört. Hast du Lest auch. mal alle Afghanistan-Regierungsform. Du sagst wieder nicht die Wahrheit. Und ich sag dir auch warum. Weil du dich nicht, Danke. ich sag dir auch warum. Weil du dich nicht an deine eigenen Worte erinnern kannst. Und das zeigt mir, dass du nicht Ja, du stark hast genug ISIS warst. gesagt. Du hast ISIS gesagt. Genau. Jeder gehört. Du hast, das wollte ich gerade sagen. Du hast ISIS gesagt. Du hast nicht Taliban gesagt. Und deswegen habe ich gelacht, weil du noch nicht mal die Grundlage wusstest, wer dieses Land Iman reagiert doch nicht auf den. Der weiß nicht, Ja. was er redet. Er sagt, Ja, danke. Da 99% Zuspruch hat das afghanische Volk. Und dann sagt er, aber die Taliban haben Taliban das und Land ISIS besetzt. haben die gleichen Wie soll das denn Scharia gehen? Okay, Genau. Leute, das führt zu Weiter nichts. in dieses. Genau, Das Sonnenschein. die Taliban haben die Scharia. Genau, Fakt ist, Sonnenschein. Es ist so. Afghanistan herrscht die Scharia. Das ist einfach Fakt. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Warte, Okay, warte, warte, folgende warte, warte, Frage. warte, warte, Folgende Frage. warte. Nein, 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 nein. Wir reden jetzt nicht über Afghanistan. Sonnenschein, mach Ja. bitte weiter mit dem, was du ursprünglich. Genau. Okay, folgender Punkt. Wir schauen uns mal ein bisschen England an. In London haben wir einen muslimischen Bürgermeister und es gibt dort einige muslimische Parteien. Dort ist es zum Beispiel so, dass eine Partei fordert, dass in den Bussen Männer und Frauen getrennt sitzen. Das ist auch klassisch ein Aspekt der Scharia. Damit will ich zeigen, du schüttest hier ein bisschen Zuckerguss gerade mit deiner Religion aus und du erzählst eben nicht die volle Wahrheit. Dass die Scharia eben in alle Lebensbereiche Einklang hält. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Okay. Und ich wollte dich jetzt mal was fragen, was passiert denn mit einem Atheisten in einem Scharia-Staat? Erzählst du mir, weil du ja dir so eine rhetorische Nein, Frage stellst. du weißt es doch. Dann Ich sag's weiß es doch. gerade nicht, nein. Ich glaube, du weißt es. Es ist ganz Nein. einfach. Und Entweder ich erklär dir mal eine Sache, Es ist bevor ganz das wieder. einfach. Wir haben in Deutschland Ja. folgende Situation. Es kann ja irgendwann demografische Mehrheiten geben und es gibt dann islamische Parteien. Es gibt jetzt schon einen Bundestagsabgeordneten und auch mehrere im Bundestag von den Grünen zum Beispiel, die fordern, dass gewisse Aspekte der Scharia auch, die mit dem Grundgesetz konform ist, eingeführt werden. Ja? So. Und das Problem ist, die Scharia kommt ja immer scheibchenweise. Und immer Stück für Stück kommt dann immer mehr. Und es wird immer mehr gefordert. So, und irgendwann mal wird der Kipppunkt kommen und die Muslime sind in der Mehrheit zum Beispiel in Deutschland. Und da muss die Scharia eingeführt werden. Und ein Atheist wird entweder umgebracht in einem Scharia-Staat oder muss das Land verlassen. Und Das kannst du heißt, mir das zeigen, wo das drin steht? ja, Gut, natürlich. eine Kopf. Das steht,
Kannst du finden in der Sekundärliteratur, in den Hadithen. Ja, nein. Du zahlst deine Steuern und lebst dein Leben. Wo ist das Problem? Ja, wollte ich gerade sagen. Die Leute leben in einer Traumwelt. Aber keine Kopfsteuer. Lass mich darauf antworten. Sonnenschein, du hast ja mit mir geredet, ganz kurz. Ja. Guck mal. Erstmal gehe ich auf die Sache mit London ein, weil die kann ich nicht stehen lassen, weil du der redet über die Süße des Glaubens. Ganz kurz, guck mal, ich erkläre dir auch, wenn es Geschlechtermischung gibt, was passiert da häufig? Es kommt zu sexuellen Handlungen in einem Alter, wo es nicht okay ist. Wie viele in Europa, lass mich ausreden, wie viele in Europa sind schon mit 12 schwanger geworden und konnten es nicht stemmen? Das Kind ist dann. Die Damen sind mit 12 schwanger geworden, Kinder heiraten. Ja, Mann. Verdammt nochmal. Ich war das nicht, ne? Das nein, Mann. Echt. Achso, ich dachte, du meinst Iman. Gelbe Karte, ja, Mann. Echt, okay. Gelbe Karte. Schau mal. Wie viele Kinder, besonders in europäischen Ländern, haben so früh geheiratet, also nicht geheiratet, sondern haben so früh Kinder bekommen, der angebliche Mann, was ja kein Mann ist, das Kind, was ihn erzeugt hat, also männlich, hat dann gar keine Verantwortung übernommen. Das Kind ist ohne Vater aufgewachsen, nur mit einer Mutter. Und die Mutter konnte das auch nicht mehr stemmen, hat dann sogar zu Drogen gegriffen. Und wie viele Beispiele, ich kann dir auch Statistiken bringen, wie viele Beispiele haben wir davon in Europa? Wie viele Minderjährige haben oder sind alleinerziehende Mütter, weil die das durch die Geschlechtermischung diese Sache kommt? Okay, Iman, entschuldige, ich unterbreche dich mal eben kurz. Ja. Das heißt also, das ist jetzt die lange Version einer der Antwort irgendwie auf die Frage hier von wegen mit Geschlechtertrennung, dass du das befürworten würdest. Da würdest du sagen, yo, du hast das ja jetzt hinreichend begründet. Ja. Du sagen würdest, du hast ja jetzt die Vorteile dieser Geschichte dann erläutert. Ja, genau. Ihr könnt das ja alle hören. Und jetzt komme ich auf deine Sache. Jetzt. Sonnenschein. 275 Leute sind ja jetzt. Sonnenschein. Sonnenschein. Du musst auch. Lass mich bitte jetzt auch mal sprechen. Du hast ja, aber ich will doch deinen letzten Punkt noch klarstellen. Ne? Du kannst erst dann reden, wenn ich den letzten Punkt klargestellt habe. Weil das war wieder eine Lüge und ich sag dir nochmal, und das habe ich vorhin auch gesagt, das ist sehr, sehr respektlos, weil wenn ich dann auch anfange, so zu reden und zu sagen, das steht in der Bibel, das steht so, ihr sagt, ihr behauptet das ohne Fakten. Du sagst, nenn mir Bücher aus dem Koran und aus der Sunna, dass das so drin steht, dass du getötet wirst. Wie der Bruder gesagt hat, und das ist Fakt, Nicht-Muslime zahlen die Jizya. Das ist eine Steuer bezüglich von euch, damit ihr im Land leben dürft. Wie es hier auch Regeln gibt. Nein, das ist falsch. Es zahlen nur und die. Und wenn man die nicht mehr bezahlt, was macht der dann? Nur die Leute Jizya, die Religion, also die Völker der Schriften, das heißt Christen und Juden. Aber Ungläubige. Eine Frage mal eben. Als die Muslime Persien angegriffen haben, die waren weder Jude noch Christen. Diese Leute haben die Jizya gezahlt. Was willst du jetzt sagen? Ja, aber wir reden jetzt nicht über. Ja, siehst du, wir reden jetzt über aktuelle. Naja, es ist aktuell. Guck mal, also, man sieht halt jetzt, 284 Leute sind im Livestream. Ja, okay. Und in Europa wissen mehrere hundert Millionen Menschen, dass wir in den letzten 500 Jahren unser humanistisches Weltbild geprägt haben, gefestigt haben und in Gesetze gefasst haben. Und heute 2023 kommt jemand und will uns die Geschlechtertrennung als was Tolles verkaufen, als was Fortschrittliches. Okay. In Wahrheit ist es ein Weltbild aus der Wüste des 7. Jahrhunderts. Ja, das ist die Realität. In Europa, zu der Zeit von Andalusien, wo die Sarazener in der Schweiz waren, gab es keine Geschlechtertrennung. In Europa, die Germanen damals, wo das Europa die dritte Welt war, als die Muslime in Afrika die ganzen Länder besetzt hatten, war das hier nicht die dritte Welt und hier gab es Geschlechtertrennung. War das nicht Deutschland? War das nicht Frankreich? Also wenn du dich mit der Historie beschäftigst, dann bitte richtig. Und zweitens, wie der Bruder gesagt hat, damals die Perser waren Götzendiener und die haben die Jizya an die Muslime bezahlt und durfte im Land bleiben. Und an den so guten Hermann, der sagt, was passiert dann, wenn man nicht die Jizya zahlt? Was passiert denn mit mir, wenn ich hier über Jahre keine Steuer zahle? Ja, und dann du wirst auf jeden Fall nicht geköpft. Warte. Geschlechtertrennung, von der Geschlechtertrennung sagtest du doch, Hermann. Ja, die Geschlechtertrennung
bin ja, gut, Iman, weil Iman, 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 nein, nein, Mann. Also Iman, du hast ja in seine Richtung gesprochen, dann geben wir ihm jetzt auch kurz nochmal eben die Gelegenheit darauf. Nein, 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 warte, warte, warte. Der Sonnenschein hat auch mehrmals zu meiner Richtung Iman, gesprochen. Iman, Iman, hör mal zu jetzt. Er kann doch antworten, wenn er fertig Iman, ist. Ich verstehe es nicht. Du hast was von Geschlechtertrennung gesprochen, richtig? Richtig. Und wo sind denn die meisten Kinder schwanger? Das sind in islamischen Ländern. Unter dem Deckmantel der Heirat findet okay. Pädophilie statt. Da werden 12-Jährige verheiratet, 10-Jährige. Okay. Bin Bas, der Obermufti aus Saudi-Arabien, Heiratsfatwa, Bin Bas, okay. ist eine Heiratsfatwa in Islam, die sagt, man darf auf 4- oder 5-Jährige heiraten. Okay. Und die meisten schwangeren Kinder, das sind in islamischen Ländern, weil da unter dem Deckmantel der Heirat Kinder missbraucht werden. Unter dem Deckmantel der Heirat werden da Kinder missbraucht und die werden da schwanger. Hier ist es verboten. Okay, absolut. So. Jetzt, also Fakt ist, es gibt im Islam kein Alter, das vorgeschrieben ist. Er hat mir jetzt geredet, wie er das Recht hatte, gerade zu antworten, während ich geredet habe. Ja gut, aber ich habe jetzt Nein, wir können das jetzt ganz leicht aufklären. Iman, du hast uns ja vorhin, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Saudi-Arabien, weil er das ja auch genommen hat. Du hast uns ja vorhin dankenswerterweise lang und breit erklärt, wie das Rechtssystem dann auch in der, oder worauf das... das Rechtssystem in Saudi-Arabien fußt. So, das heißt also, Rechtssystem beinhaltet ja auch Rechte, Gesetze, Pflichten, dann tatsächlich bezüglich jetzt Hochzeit oder wie auch immer. So, jetzt die Frage, wenn du dich damit auskennst. Kinderheirat ist verboten. Was steht denn dann da bezüglich? Heiratsmarkt, verlies mal Heiratsmarkt. Hermann! Darf ich reden? Halt, ich finde es halt nicht in Ordnung, ja, dass du eiskalt lügst. Hallo, du kennst hallo, das hallo, weißt hallo. Es ganz genau. Sonnenschein, Sonnenschein. Ich weiß nicht, was auch dein Problem ist. Letztes Mal warst du in dem Stream, wo mehr als 282 Zuschauer waren. Weil du lügst, weil es ganz klar ist. Sonnenschein, pass auf, ich habe ihm eine Frage gestellt und ich möchte auch gerne, dass er da eben Gelegenheit bekommt, darauf zu antworten. Ich danke dir, TikTok. Also, das Recht bezüglich Heirat und genau allem, was dazugehört. Nehmen wir jetzt mal Saudi-Arabien als Beispiel. So, wie sieht's da aus? Guck mal, ich stell dir eine Frage und du sagst dann, ob das moralisch okay ist oder falsch. Nein, so machen wir das nicht. Okay. Meine konkrete Frage war. Aber das ist ja die Antwort. Das ist ja die Antwort. Das ist ja das Ding. Guck mal, die Antwort ist, im Islam darfst du nur heiraten. Nur heiraten, wenn du in der Pubertät bist und geistlich reif. Ist das moralisch falsch? An alle hier. 284 Zuschauer. Ist es moralisch falsch zu sagen, wenn du in der Pubertät bist und geistlich reif bist, dass du heiraten darfst? Ja, und das ist die Lüge, die du erzählst. Okay, warte mal. Das heißt also, ein konkretes Alter wird nicht genannt, sondern persönlich, also für jede einzelne Person. Und die Pubertät ist wichtig, ne? Genau. Für jede einzelne Person und da wird dann geguckt, okay, jetzt bin ich in der Pubertät. Genau. Und dann darf ich auch heiraten. Das heißt, wir reden über ein Alter, je nachdem, das kann 11 Jahre sein, das kann 10 Jahre sein, das kann aber auch 14 Jahre sein. Das kann aber auch 18 sein. Bitte? Das war zum Beispiel vor 300 Jahren, haben die Frauen, und ich kann dir die Statistik direkt jetzt rauszeigen, erst mit 17, 18 die Periode bekommen. Das heißt, zur damaligen Zeit... Das ist einfach hallo, Sonnenschein, ich zeig dir die Statistik. Guck mal, jetzt wenn ich dich... Guck mal, jetzt reicht das, weil jetzt zeige ich dir die Statistik, damit du einfach mal hier kurz auch leise bist, ja? Weil du redest hier echt sehr viel. Letztes Mal bei Alvaro, bei dem Stream von Alvaro, als da... knapp 800 Zuschauer waren und die Mehrheit oben Muslime waren, hast du dich nicht getraut zu reden. Ja, also wenn du über die Wahrheit redest, dann rede richtig. Ich kenne dich überhaupt nicht. Ich habe noch nie mit dir gesprochen. Ach, ich kenne dich nicht. Komm, aber es ist eine Tatsache, dass ein Mädchen noch nie mit 17 die Periode hatte. Noch nie. Denn die Menschen haben sich nicht verändert. Evolutionstechnisch überhaupt nicht verändert in den letzten Tausenden von Jahren. Was erzählst du da? Wiederhol das. Leute, wiederhol das nochmal. Die Menschen haben sich in den letzten Tausenden von Jahren nicht verändert, biologisch. Ey, stimmt leider nicht ganz. Bruder, ja. Bruder, warte mal ganz kurz. Guck mal, es gibt im Islam kein Heiratsalter. Das stimmt. Aber das, was der Bruder meint, ist was ganz anderes. Es geht darum, mit der Geschlechtsreife beginnt das. Stimmt. Man kann zum Beispiel seine Tochter versprechen. Aber wenn die Tochter... hör zu, versprochen ist an einen Mann, egal welchen Alter es ist,
Sobald sie denn die gewisse geistige Reife bekommen hat, kann sie dann sagen, nö, ich möchte diesen Mann doch nicht haben. Okay? Und das ist auch in der Religion belegt. Guck mal, das heißt, du kannst dir nicht nur sagen, ja, in Islam habe ich eine Fatwa, da gibt es kein Heiratsalter. Das bedeutet, ich darf mit einem Dreijährigen Sex haben. Und du drehst es dahin und das ist eine dreiste Lüge. Kann ich kurz ergänzen? Ich würde was ergänzen, und zwar ging es ja jetzt oft um diese Fatwa von Sheikh Ibn Baz, Rahimullah. Und ich würde es gerne einmal kurz grob zusammenfassend sozusagen immer vorlesen oder zusammenfassen am liebsten, damit ich nicht so viel lese. Hier sagt er, dass es kein Mindestalter gibt für kein Heiratsmindestalter. Und damit ist im islamischen Kontext gemeint, also wir kennen das aus der Geschichte, dass Kinder versprochen wurden, zu sagen, du kannst mein Kind heiraten, wenn es dann soweit ist. Aber es steht hier ganz klar, dass es dafür kein Mindestalter gibt. Dann steht aber auch in der gleichen Fatwa, weil die wurde so dargestellt, als wäre diese Fatwa, würde uns alle totschlagen. Hier steht auch, der Vater darf seine junge Tochter verheiraten und so weiter und so fort. Aber der Ehemann darf mit ihr erst Geschlechtsverkehr haben, wenn sie weit genug entwickelt ist. Und dann wird ja auch noch bei, also kommt noch, folgt noch ein Beispiel, wo das auch so war und warum das so ist. Also ich würde gerne. Was heißt denn weit genug entwickelt? Ist das dann näher definiert? In dieser Fatwa, die ich jetzt gelesen habe, ich habe es jetzt einfach mal auf die Schnelle aufgeschlagen, nicht. Aber mit weit genug entwickelt, ja, das ist dann eine Sache der Interpretation, denke ich. Okay. Ich würde gerne ein, zwei Punkte dazu sagen und bitte auch nicht unterbrochen werden. Und zwar, die Fatwas sind völlig egal. Also viel wichtiger ist, dass sich die Regeln des Islams nicht nur aus dem Koran ableiten, sondern auch aus der Sunna, das heißt den Hadithen. Das sind die Gewohnheiten des Propheten, was der Prophet gesagt hat, was er gemacht hat. Und innerhalb dieser Hadithe gibt es 6 Bücher, die für die Sunniten sozusagen die 6 wichtigen Bücher sind. Und da gibt es ein Buch, das ist von Sahih Bukhari, und das wird in der gesamten islamischen Welt wird das respektiert, in der gesamten. Und dort steht ganz klar drin, dass die Trennungszeit zwischen einer Ehe oder nach einer Ehe 3 Monate ist für Frauen, die bereits ihre Tage hatten, also ihre Periode hatten, und für die, die noch keine Monatsblutung hatten. Noch keine. Wer hatte noch keine? Das heißt, es gilt sogar für Kinder, die noch keine Blutung hatten. Okay, ich möchte kurz erklären. Stopp, Jungs. Einmal eben ganz kurz was Organisatorisches. Feldmauser, du kannst gerne darauf eingehen. Gerne, nee, ich wollte nur was erklären. Moment. Genau, kannst du gerne darauf eingehen. Ich würde gerne einmal kurz, ich sehe jetzt auch, die Warteliste ist voll. Es sind doch noch 300 Leute hier. Darf ich nur kurz was zeigen? Moment, nein. Also Leute, ernsthaft. Ich muss aber sagen, dass ich tatsächlich gemessen an dem Zuschaueraufkommen hier mit dem Support tatsächlich heute nicht zufrieden bin. Ich habe hier oben eine Wunschliste, 142 von 598 Kartoffeln. Wenn ich jetzt wirklich noch weitermachen soll, es sind noch 6 Gastanfragen, wir haben schon 14:45, ich würde das machen, aber dann bitte ich auch... Oder ich stelle zur Bedingung, dass wenn wir jetzt hier weitermachen sollen, dass ihr noch ein bisschen Support reinknallt und mir helft, irgendwie die Wunschliste hier voll zu machen. Wenn ihr das nicht macht, ist Enormo gleich noch dran und dann machen wir Feierabend für heute. Ansonsten, wenn ihr die Wunschliste noch, also mindestens noch die Wunschliste voll macht, dann mache ich auch den Chat für alle wieder an. Und dann machen wir auch noch weiter und dann nehme ich auch noch Gäste aus der Warteliste mit hier hoch. Ansonsten, wie gesagt, ist gleich Enormo dran, und wenn Enormo dann durch ist, dann ist auch... Ich würde gerne noch meinen Punkt zu Ende machen, weil ich habe noch nicht ausgesprochen. Ich wurde jetzt unterbrochen. Ich würde gerne noch mal aussprechen, ohne unterbrochen zu werden. Ich habe euch die ganze Zeit auch nicht unterbrochen. Ja? Hier, schau mal. Ich habe vorhin gesagt, ich habe dich auch nicht unterbrochen, und du unterbrichst mich jetzt auch. Nein, du hältst jetzt einfach mal die Schnauze. Du hältst jetzt einfach mal die Schnauze, weil ich habe dich auch... Hier, schau mal. Vor... Wann war das? 1850. So, also, jetzt habe ich euch beide mal rausgeschmissen. Ihr könnt gleich gerne nochmal wieder hoch, wenn ihr möchtet. Aber ihr seid jetzt nicht das erste Mal bei mir im Live. Und ihr seid doch schon einige Zeit irgendwie heute Abend hier oben. Und ich verstehe nicht irgendwie, ich meine, das ist ein hochemotionales Thema.
Aber verwechselt bitte Freundlichkeit hier nicht mit Schwäche. Und ihr kennt meine Regeln hier. Also, wenn ihr meint, irgendwie hier das live übernehmen zu wollen und euch jetzt hier auch noch anschreien zu wollen, bei mir gibt es keinen Fitner. Ich lasse hier keinen Fitner zu. Also, wenn ihr hier mitdiskutieren wollt, können wir das gerne sachlich machen. Aber kommt hier nicht mit solchen Nummern. Und bitte, ich habe hier immer noch irgendwie die Gesprächsleitung. Und wenn ich irgendwie jemandem das Wort gebe, dann bitte ich auch darum, irgendwie, dass es auch respektiert wird. Weil sonst können wir das alles nämlich irgendwie auch gleich bleiben lassen. Also, Sonnenschein und Iman, ich nehme euch gerne wieder mit hoch. Ihr leistet inhaltlich einen guten Beitrag zu dieser Diskussion. Aber wenn ihr beide irgendwie in einem Live nicht miteinander klarkommt, dann hat das hier keinen Zweck. So. Ich wollte nur eine, ich wollte eine Ergänzung bringen, die einfach zu dem Verständnis dient. Und zwar, also er heißt Fettmausi, nicht... Fettmausi, hast du mir gerade... Sorry, ja, ich dachte, du hast mir das Wort gegeben, sorry. Nee, hatte ich noch nicht. genau, also bitte, verwechsel Freundlichkeit nicht mit Schwäche hier in diesem Zusammenhang. So, also, Fettmausi, du darfst... Ich finde das in Ordnung, was du gerade gesagt hast, aber ich finde es nicht in Ordnung, dass ich mich jedes Mal stumme, wenn andere reden und ich komplett aussprechen lasse. Und wenn ich spreche, dann werde ich nicht aussprechen, dann wird mir einfach immer wieder durcheinander gequatscht. Ich kann das nicht leiden. Okay, Sonnenschein, also. So. Fettmausi, du darfst jetzt nochmal eben kurz was ergänzen. Dann Sonnenschein, darfst du deinen Punkt gerne ausführen. Und Iman, du darfst dann am Ende ergänzen. Und wenn ihr das nicht hinkriegt, dann mach hier Feierabend. Alles gut. Ich werde dir nur die Statistik zeigen und das war's. Dann schmeiß ich euch raus. Alles gut. Ich bin damit einverstanden. Ich werde dir nur die Statistik zeigen, Sonnenschein. Dann wirst du ja merken, dass du noch ausgeschickt warst. So, Fettmausi, jetzt bitte. Ja, ich wollte einfach nur zum Verständnis etwas ergänzen, gar nicht inhaltlich beitragen, sondern nur sagen, dass er nicht Sahih al-Bukhari heißt, sondern dass das die Bezeichnung des Buches ist. Das ist die Ansammlung, eine Ansammlung von Dingen, die der Prophet gesagt oder getan hat. Die werden die wurden von dieser Person, al-Bukhari, er hat einen sehr, sehr langen Namen, den erspare ich euch jetzt, zusammengetragen in seinen Büchern, die eben als Sahih al-Bukhari genannt, sozusagen bezeichnet werden. Und da gibt es eine ganze Menge an Dingen, die passiert sind und gesagt wurden, die da mit einer Überlieferungskette sozusagen dort aufgeschrieben sind. Das war alles, was ich ergänzen wollte. Gut, alles klar. Dann haben wir das. Sonnenschein, bitte. Sehr schön. Fand ich jetzt gut, dass du das jetzt nochmal erklärt hast. Also dieses Buch ist sozusagen in der gesamten islamischen Welt anerkannt und darf auch von Muslimen, gläubigen Muslimen gar nicht abgelehnt werden, sonst ist man sozusagen kein offizieller Muslim mehr. Nee, dem würde ich jetzt nicht zustimmen, zumindest jemand, der Bukhari abnimmt, ist ein Kafir, hat er recht. Also zumindest in der sunnitischen Welt ist es so, dass du dieses Buch gar nicht ablehnen darfst. Und zwar in Gänze darfst du es nicht ablehnen. Zweiter Punkt, den ich noch sagen wollte, in Bezug auf die Kinderheirat. Er ist ein Ungläubiger. Der Prophet Mohammed hat Aisha geheiratet, als sie 6 war, hat die Ehe vollzogen, als sie 9 war. Und wenn man in dasselbe Buch reingeht, Sahih al-Bukhari, kann man genau nachlesen, dass Aisha zu dieser Zeit auch noch mit Puppen gespielt hat. Das heißt, sie war überhaupt nicht geistig reif und sie war erst 9 Jahre alt. Das ist bewiesen. So, jetzt kommt ihr. Okay, Iman. Super. Als allererstes, ich danke dir, TikTok, für deine Fairness, wirklich. Ich danke dir extrem. Das zeigt einfach, dass du auch die Scharia von Allah subhanahu wa ta'ala ein bisschen in dir hast und implementiert hast. Ich danke dir dafür. Das ist das gute Benehmen, Alhamdulillah. Guck mal, Sonnenschein, du hast gerade sehr, sehr vieles hier einfach mal behauptet, aber ich erkläre dir mal was. Guck mal, wenn ich jetzt eine Tochter habe und da kommt mein bester Freund, der hat einen Sohn, dann sage ich, ey, guck mal, du bist mein bester Freund, komm, wir versprechen uns, dass meine Tochter deinen Sohn heiratet. Und wenn die älter werden, also wir machen jetzt schon den Vertrag, aber wenn die älter werden, können sie nochmal darüber nachdenken und selbst entscheiden. Und wenn die das entschieden haben und sagen, ey, wir wollen doch nicht, dann ist das legitim. Zweite Sache, meine Frage ist jetzt, und nicht direkt beantworten, erst wenn ich fertig bin, ja? Warum hat der Prophet dann 3 Jahre gewartet? Warum hat er erst mit 9 die Ehe vollzogen? Warum hat er 3 Jahre gewartet? Für was hat er 3 Jahre gewartet? Das hatte einen Grund, weshalb er gewartet hat. Es hatte einen Grund. So, Nummer 2 ist, das, was du sagst mit den Puppen, das war, bevor er die Ehe 100% vollzogen hat. Also bevor das Ganze 100% so vollzogen worden ist. Also in dem Schar, den Hadith, den du einfach erwähnst, du musst dich auch mit der Hadith-Wissenschaft
beschäftigen und wissen, wie die Erklärung davon ist. Weil du kannst dich einfach lesen und so interpretieren, wie du das willst. Wir sind hier nicht bei anderen Glaubenslehren wie beim Christentum oder Judentum, wo du einfach selbst interpretieren kannst und sagen, ja, ich verstehe das so, ich glaube, Gott redet so zu mir. Der Islam ist nach der Interpretation des Propheten, was der Prophet uns übermittelt hat. Zweite Sache, ich glaube, du, wenn jetzt eine Dame kommt, zum Beispiel, nimm mal jetzt eine Dame wie, keine Ahnung, vielleicht hier unten gibt es bestimmt eine Dame, sagen wir mal, die heißt Jennifer, ja? Okay, die kommt jetzt hoch und die Jennifer erklärt sich, ey, ich war mit 11 so und so drauf, ich habe das und das gemacht. Und dann kommt Sonnenschein oder so eine 11-jährige Jennifer fängt an zu reden und sagt, ja, ich war voll gut in der Schule, ich habe das und das abgeschlossen, ich habe dann ein paar Klassen übersprungen und so weiter. Und dann kommt Sonnenschein und behauptet einfach, das stimmt doch gar nicht, das geht doch gar nicht, es funktioniert doch nicht. Dann wird doch jeder von uns sagen, ey, Sonnenschein, das kannst du doch gar nicht besser wissen als sie selbst, weil die ist doch die Person. Wie willst du das besser wissen als die Frau selbst des Propheten? Aisha selbst. Weil du ja diese Hadithe benutzt aus diesem Werk. Guck mal, du machst Pick and Choose. Im Englischen sagt man Pick and Choose. Du nimmst dir das, was du willst. In denselben Hadith-Werken steht drin, wo Aisha radiallahu anha selber gesagt hat, ich war geistlich reif und eine Frau, als ich geheiratet habe. Und jetzt bricht dir die Statistik, weil du ja sagst, dass ich gelogen habe. Es stimmt nicht, dass eine, da, damals gab es noch nie, also es kam noch nie davor, dass irgendwie eine 17-Jährige erst mit 17 die Periode bekommen hat. Schau mal, mein Freund, jetzt zeige ich dir mal was. Überraschung. Guck mal, 2000, ja, da kann man ranzoomen. Guck mal, 2000. Und das ist Niederlande, Nord. Iman, wir hören dich nicht. Iman, wir hören dich nicht. Völlig irrelevant jetzt, die Statistik. Hallo, hört man mich? Ja, jetzt hören wir dich wieder. Okay. Die ist nicht irrelevant, bitte hör zu, ja? Weil du hast vorhin gesagt, das war deine angebliche Anmerkung und Fakt, dass du gesagt hast, es gibt einen Fakt, noch nie gab es Frauen, die mit 17 erst die Periode bekommen haben, das gab es nicht. Und ich habe gesagt, vor mehreren hundert von Jahren war das andersrum, da hat man später die Periode bekommen. Hier ist die Statistik. In den 2000ern hat man mit 13 und 14 die Periode bekommen. Warte ja, du mal. Hast da was verwechselt. Also, du verwechselst da gerade die Periode mit der Pubertät. Es ging um Pubertät. Sonnenschein, bist du dir sicher? Ey, sag mal nochmal bitte. Sag das mal nochmal. Wir hatten von der Pubertät gesprochen, aber das ist völlig irrelevant. Warte, lass mich ausreden. Die Statistik ist völlig irrelevant, aber Fakt ist. Lass mich ausreden. Das ja, dann rede aber weniger als ich. Ausreden. Das führt doch zu nichts. Sonnenschein, warte mal, hat der Prophet mit einer 6-Jährigen geheiratet? Komm zum Punkt jetzt mal. Hat er das gemacht? Achi, er hat sich gerade... Ja, ich bin stolz drauf. Ich wünschte, es wäre in Deutschland erlaubt und ich will das auch machen, wenn es in Deutschland erlaubt ist. Hast du deine Antwort? Hast du deine Antwort? Achi, hör mal. Bruder, was für... Soll er doch denken, was er will? Bruder, ganz kurz. Sonnenschein, du musst dich ausreden lassen, okay? Du hast gerade selber gesagt, guck mal, 299 Zuschauer sind hier. Ich habe dann halte jetzt aber keinen 10 Minuten langen Monolog, sondern komm zum Punkt. Kann er kurz stumm sein, bitte? Ich habe die Statistik noch nicht bringen können, weil er merkt, dass das sein Ende ist. Iman, pass auf, ich kürze das jetzt mal ab und setze das mal auf. Moment, Iman. Ich nehme jetzt den Enormo mit in die Diskussion rein, weil wir haben das jetzt geklärt. Also, es ist zweifelsfrei geklärt, dass es im islamischen Recht tatsächlich bezüglich Hochzeit, dass gesagt wird, okay, heiratsfähig im Prinzip ist eine Frau und ist ein Mann, beziehungsweise Junge und Mädchen mit dem Beginn der Pubertät und dann nochmal geistige Reife ist auch nochmal ein Kriterium, wobei genau. Das ein bisschen schwammig ist. So, das lassen wir jetzt erstmal stehen, weil das ist zweifelsfrei, da gibt es keine genau. Diskussion. Aber so, ich Bruder, ich wollte kurz das Wort genommen, bei der wichtigsten Sache, auf die ich die ganze Zeit gewartet habe. Guck mal, er redet extra dazwischen, weil er weiß, dass sein Ende, er hat gerade eben gesagt, ja, weil ich gerade gesagt habe, die Periode, hat er gesagt, nee, wir haben nicht über die Periode geredet. Das ist schon klar, okay, und du wolltest jetzt sagen... Jetzt kommt die Überraschung. Ha, hier steht Pubertät. Wann ist man 1850 erst in die Pubertät gekommen mit 16 und 17? Jetzt, mein Freund, musst du mir das mal erklären. Jetzt was völlig irrelevant. Lenk doch nicht. Lenkst du vom Thema ab? Jetzt zeige ich dir eine andere Statistik. Ich will keine Statistik mehr von dir hören, weil du lenkst heutzutage. Und er redet ohne Punkt und Komma und kommt nicht zum Punkt. Er kommt nicht zum Punkt. So, stopp.
Genau, Sonnenschein. Periode. Hier, schau mal. 2023. Mit 13 kriegt man schon die Periode. Damals mit 17. Iman, wir haben es verstanden. Wir haben es verstanden. Warum lässt er mich denn nicht ausreden? Weil er Angst hat. Weil er ganz genau weiß. Iman, ich habe jetzt schon vor einer halben Minute, habe ich gesagt, irgendwie, wir haben es jetzt verstanden. Und deine Statistik, die du uns zeigen wolltest, haben wir uns auch verstanden. Haben wir auch verstanden. Vielen Dank dafür. Ja, wir haben es jetzt verstanden. Okay. Wir sind alle ganz stolz auf dich, auf deine Statistik, die du uns gezeigt hast. Sonnenschein, bist du jetzt sauer, weil es dir nicht gefällt? Fakt ist, ich will kurz darauf antworten, was du tust, ist eine ganz, ganz gefährliche Sache und mir wird da speiübel, wenn jemand im Livestream vor 300 Leuten es so ein bisschen relativieren will mit dem Alter 9 Jahre. Dann soll die übel morgen bis morgen, Digga. Und ich möchte, dass du dich jetzt stummst und ich möchte jetzt aus. Fakt ist, ich mach das auch nicht. Zu jeder Zeit der Menschheitsgeschichte ist es Pädophilie, mit einer 9-Jährigen Sex zu haben. Das ist krank, abartig, okay. Und das werde ich nicht dulden, dass du das hier versuchst zu relativieren, so nach dem Motto, vielleicht war sie mit 9 ja schon reif. Nein, sie war ein Kind, sie hat mit Puppen gespielt und jeder, der das legitimieren will oder relativieren will, ist meiner Meinung nach krank im Kopf und gehört in die Psychiatrie. Super, also du willst damit sagen, der Prophet Mohammed war pädophil? Ja, er war pädophil. Okay. Guck mal, was macht einen Pädophilen aus? Ein Pädophiler, wenn er 9 Frauen hatte, dann waren ja alle 9 Frauen jünger als er. Aber weißt du, was komisch ist? Dass die einzige Frau, die so jung war, Aisha war. Er hatte eine Frau, die war 15 Jahre älter als er. Er hatte eine Frau, die war 5 Jahre älter als er. Er hatte eine Frau, die war 7 Jahre älter als er. Er hatte viel mehr ältere Frauen als jüngere. Also bitte, und die einzige, die dieses Alter hatte, was du anprangerst als Pädophiler, war Aisha. Du weißt, wisst ihr, dass der Befehl von Gott, darf ich dazu was ergänzen? Darf ich dazu Infos ergänzen, bitte? Sonnenschein. Sonnenschein, wir haben deinen Punkt jetzt auch verstanden. Du hast auch ganz klar. Ich wollte nur den letzten Satz sagen, den letzten Satz. Was er nicht versteht, ist, wo das Problem liegt. Das Problem liegt, der Prophet Mohammed war für die Muslime der perfekte Mensch. Mit der perfekten Moral. Und diese Moral gilt für alle Zeiten. Das heißt, der Prophet Mohammed getan hat, gilt als das perfekte Vorbild. Genau. Das, alle müssen wissen, dass das, was der Prophet Mohammed da getan hat, ist das perfekte Vorbild. Und dann müsst ihr euch überlegen, ob ihr so leben wollt. So und nicht. Ja, deswegen finde ich das auch nicht. Darf ich Infos dazu? Okay, dann haben wir es jetzt verstanden. So. Aber SickTok, ich muss mal kurz runter, weil ich höre mich doppelt. Aber nimm mich wieder hoch, ne? Wer denn? Sasawi, aber nimm mich wieder hoch. Alles klar, so, bevor ich jetzt enorm das Wort gebe. Julia, du wolltest noch kurz was sagen? Ich gehe auch wieder runter, ne? Ciao, ciao. Ja, bye, bye, Sonnenschein. Wobei, dich sollte man Sonnenfinsternis nennen. Wäre besser, passt besser zu dir. Ciao. Ja, es gibt halt Leute, die die Wahrheit sagen. Iman, okay, jetzt bist du raus, aber ich weiß, dass du noch zuhörst. Mit solchen Aktionen. Vor einer halben Stunde kannte er noch keinen einzigen Hadith, jetzt kennt er auf einmal alles in- und auswendig. Das ist immer die typische Masche. Okay, pass auf. Iman, mit solchen Aktionen machst du dich bei mir nicht beliebt als Gesprächsleiter. Das sage ich dir ganz ehrlich. Wenn du jetzt nochmal nachtrittst und beleidigst, irgendwie, das ist ein Ton, den ich hier nicht dulde. Wir können kontrovers diskutieren, wir können auch hitzig hier diskutieren, aber nicht auf der Ebene. Ne? Wo wir gerade irgendwie bei Scharia sind und nett sein und so, ne? So. Also, Julia, bitte. Ich wollte einfach jetzt mal als Frau, wenn ich das darf, bei dieser ganzen Männerdebatte einfach mal dazu beitragen, dass ich das tatsächlich teilweise diese Diskussion schon lächerlich finde, über die Periode da tatsächlich drüber zu diskutieren, einfach weil es was Biologisches ist heutzutage. Ja, also manche kriegen ihre Periode mit, keine Ahnung, 11, manche mit 17. Da ist eine Statistik mittlerweile vollkommen egal. Ja, und selbst wenn ich meine, ja, dieses ganze Pubertät hin und her, ich glaube, das ist einfach nichts für eine Religion. Ich finde, da muss man sich mittlerweile einfach mit Fakten, mit Wissenschaft und mit so einem Kram einfach auseinandersetzen. Da geht es jeder Frau einfach besser mit, ja, als wenn man sich, ganz ehrlich, wenn ich das jetzt höre, also das ist das Schlimmste, was ich mir als Frau vorstellen kann, was mir passieren könnte, wenn ich jetzt so jemanden wie Iman hätte, der sich dann irgendwie um mein Wohlbefinden in Anführungsstrichen kümmern würde. Ja. Darf ich noch mal zwei Sachen dazu ergänzen? Ja. Ganz okay. Ja, gerne. Ich warte kurz. Nee,
Ganz kurz. Ach so, ganz kurz noch. Okay, kein Problem. Nee, ich wollte nur, weil der Kollege oben rechts, ich weiß nicht, wie er genau heißt, gesagt hat, das war zu keiner Zeit in keiner Kultur jemals gang und gäbe. Also zu spätantiken christlich-römischen, also ich lese es mal vor, nach dem spätantiken christlich-römischen Recht war das Heiratsalter der Frau bei 12 Jahren. Das Alter der Pubertät lag im Mittelalter für gewöhnlich bei 12 Jahren. Das heißt, junge Menschen konnten bereits mit 12 verheiratet werden. Männer und Frauen heirateten im Abendland kurz nach der Pubertät. Das sagt Markus Hischfeld, der im Archiv im Sexualarchiv arbeitet von der Humboldt-Universität in Berlin. Und genauso sagt dazu, nicht anders war es bei den Griechen, Dr. Maria Dettenhofer, die Privatdozentin für alte Geschichte ist, und die sagt, dass das Heiratsalter auch in diesem Bereich lag. Und sie sagt, Entschuldigung, die arbeitet zur Sozialgeschichte Griechenlands und Roms und führt an, dass Menschen in jungen Jahren heirateten. Schon, und sie sagt wortwörtlich, und das ist der letzte Satz, der ist auch nur ganz kurz, schon der verhältnismäßig große Altersunterschied zwischen Mann und Frau sowie das frühe Heiratsalter der Mädchen und das relativ hohe Heiratsalter der Männer bedingten einen zunächst eher erzieherischen Verhältnis zwischen den Eheleuten. Als ideale Ehefrau galt ein behütetes, aufgewachsenes Mädchen. Also das ist, was sie sagt. Ich wollte das einfach nur noch mal ergänzen. Ich wollte nur ganz kurz sagen, das habe ich nicht dazu. Ich habe nur gesagt, zu keiner Zeit in der Menschheitsgeschichte war ein 9-jähriges Kind eine Frau. Das habe ich gesagt. Und was ich noch kurz hinzufügen möchte, ist deine völlig, Wörter, aber ich hätte gerne noch eine Frage. Das kann man jetzt aber nicht. Es ist völlig egal, wer in welchem historischen Kontext das getan wurde. Der Koran und der Islam sind zeitlos gültig. Alles andere, was in der Menschheitsgeschichte passiert ist, die Gesetze haben wir verändert. Wir haben uns weiterentwickelt. Der Islam kann sich nicht weiterentwickeln. Er ist zeitlos gültig. Genau, und da würde ich dir recht geben, aber weil du das gerade angeführt hast. Nein. Okay, nein. Alles gut. Ich muss erstmal Enormo das Wort geben. Der wartet schon ziemlich lange. Hallo Enormo. Hallo Sick, hallo an alle hier oben, hallo an alle, die zuhören und im Chat. Ich grüße euch. Hi. Ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Ich fange mal bei dem Allgemeinen an, dann hangle ich mich mal zum Thema weiter. Islam und gehört dazu Deutschland. Und dann kann ich am Ende noch vielleicht auf Sonnenschein kommen, was Sonnenschein gesagt hat. Und Sonnenschein, dann hast du die Chance, dann natürlich darauf auch zu reagieren. Ich möchte dich aber bitten, wenn ich zu dem spreche, was du gesagt hast, dass du dann bitte auch ruhig bist und dir das anhörst. Weil ich habe euch jetzt sehr, sehr lange zugehört und glaub mir, es war nicht einfach. Also, ich fange mal damit an. Wir haben in Deutschland ein Grundgesetz. In dem Grundgesetz steht Religionsfreiheit. Und ich verstehe gar nicht, warum das dann dazu führt, dass uns manche hier einreden können in dem Land, manche politischen Kräfte, um sie mal neutral zu bezeichnen, dass wir hier irgendeine Gefahr haben, die von Religionen ausgeht. Das ist für mich eine nicht nachvollziehbare Theorie, die da in den Raum gestellt wird. Weil die Religionsfreiheit gewährleistet, dass jeder seiner Religion nachgehen kann und gleichzeitig daneben der Rechtsstaat gewährleistet ist. Das heißt, alles, was in irgendwelchen religiösen Texten steht oder in irgendeiner Form von irgendjemandem ausgelegt wird, in einer praktischen Umsetzung des Alltags, unterliegt unserem Rechtsstaat. Und alle Menschen, die daran Zweifel haben, zweifeln letztlich an unserem Rechtsstaat. Das heißt, wir haben an der Stelle vielleicht eher ein Problem mit Menschen, die kein Vertrauen mehr in den Rechtsstaat haben, die nicht in der Lage sind zu erkennen, dass der Rechtsstaat sehr wohl, wenn er ordentlich ausgestattet ist, dazu gehören natürlich Gerichte, die Prozesse führen können, dazu gehört Polizei, die Recht durchsetzen kann erstmal vor Ort oder sozusagen als erweiterte Behörde der Judikative vor Ort Menschen dem Recht zuführen kann, dann haben wir eher dort ein Thema. Dann müssten wir über mehr Polizei sprechen, dann müssten wir über mehr Richter sprechen. Aber grundsätzlich vom rechtlichen Konstrukt, um das hier nochmal ganz klar darzustellen, für alle jungen Menschen, die uns ja auch zuhören, leben wir in einem Rechtsstaat. Und zu dem Rechtsstaat gehört auch, dass jeder, egal was er für eine Religion hat, dem Rechtsstaat unterliegt, wenn er sich auf unserem deutschen Staatsgebiet befindet. Und jeder, der euch was anderes einreden will, egal wie sein Anstrich ist, ob der blau ist oder was auch immer von Anstrich hat, der erzählt Quatsch. Und daneben
gehört als zentrales Element in unser Grundgesetz, in unsere Verfassung, die Religionsfreiheit. Und dazu gehört natürlich auch der Islam. Und da bin ich jetzt beim nächsten Teil. Hier wurde schon vorhin von jemandem gesagt, der jetzt nicht weg ist und sich nicht verteidigen kann, dass es absolut legitim wäre, in ein Parteiprogramm zu schreiben, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Dazu fällt mir nichts mehr ein, außer meine Verachtung dafür. Und jetzt möchte ich mal unseren Bundespräsidenten von 2010 zitieren. Das Christentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Der Judentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das ist unsere christlich-jüdische Geschichte. Aber der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland. Und damit hat Christian Wulff, der damalige Bundespräsident, gewürdigt, dass wir viele Muslime in unserem Land haben. Das wollte er damit würdigen. Das Ergebnis war eine monatelange Debatte in unserem Land, die vor allem von der CDU geführt wurde, aber natürlich auch von unseren anderen Politikern aus dem konservativen Lager, als wäre das irgendeine Aussage, die in irgendeiner Form anzuzweifeln wäre, wenn so viele Menschen muslimischen Glauben in einem Land haben. Das hat mich damals schon aufgeregt. 2016, jetzt komme ich zur AfD, hatte die AfD nichts Besseres zu tun, als das in ihr Parteiprogramm einzuschreiben. Ich rate euch allen mal, ich habe es mal gemacht, ich sage euch, mir ist fast das Tablet runtergefallen, wirklich. Ich weiß, dass es das gibt. Aber wenn man sich das nochmal in geballter Ladung anguckt, dann kriegt man einfach nur die blanke Wut und das blanke Entsetzen, dass so eine Partei demokratisch sich nennt. Gebt mal AfD und Islam ein und gebt mal bei Google auf die Bildersuche. Ich sag euch, was der erste Treff ist. Ich beschreib's euch. Links oben eine jubelnde Schulklasse, blonde Mädchen. Richtig schöne blonde Mädchen, so wie sie aussehen sollen für die AfD. Und darunter steht, das steht drüber, deutsche Leitkultur. Und drunter steht, überlegt euch das mal, was da steht, islamfreie Schulen. Daneben, nächstes Wahlplakat, trau dich Deutschland AfD. Der Islam passt nicht zu unserer Küche. Ein Schwein, ein kleines Ferkel ist drauf. Richtig. Mir fällt dazu nichts mehr ein, wenn ich das sehe. Wirklich. Und jetzt zum letzten Wahlplakat. Dieser Islam gehört nicht zu Deutschland. Daneben ist rechts eine Hand mit einem Messer in der Hand. Und ihr Muslime, die hier oben diskutiert, ihr habt nichts Besseres zu tun, als über die Periode einer Frau zu schwabulieren. Was ist denn das für ein Blödsinn? Ihr hättet euch verteidigen müssen gegen jemanden, der so eure Religion angreift, der so eure Rechte angreift. Nee, nicht du wartest jetzt mal. Ich schweige die ganze Zeit und höre mir euer Unvermögen an. Das macht mich mega wütend, dass ich das hier verteidigen muss. Und jetzt der letzte Punkt. Ihr seid jetzt ruhig. Ich habe euch so lange zugehört, wie ihr über die Periode von Frauen gesprochen habt. Und sie hat es euch gerade gesagt, Julia, ihr habt keine Ahnung von Periode. Also seid gefälligst ruhig zu dem Thema. Jetzt komme ich zum Thema Dr. Sheikh, Flucht vor Scharia. Ich werde wieder ein bisschen ruhiger, versprochen. Dr. Sheikh hat es euch vorhin gesagt, uns allen hat es gesagt, in den Ländern, in denen die Scharia herrscht, flüchten die Menschen. Die flüchten, weil es nicht auszuhalten ist. Wenn ich zwei Töchter hätte, ich würde sofort flüchten. Oder ich habe zwei Töchter, so rum, ich würde sofort mit den zwei Töchtern flüchten. Ich könnte es nicht ertragen, meine Mädchen in so einem Land wie dem Islam zu haben. Keine Frage. Aber dann fragt die AfD, warum sie bei genau den Leuten, die sie da verteidigt angeblich, vor der bösen Scharia, warum sie bei denen eine Demo veranstaltet, wenn die in ihr Flüchtlingsheim einziehen wollen. Wie es jetzt geschehen ist in Dresden, wo das SEK einschreiten musste, weil die sich auf dem Dach verschanzt haben. Nee, bin ich nicht. Du bist jetzt ruhig. Ich habe euch lang genug zugehört. Und jetzt komme ich zu Sonnenschein. Sonnenschein kommt hier rein und sagt... Wortwörtlich, ich habe es mir aufgeschrieben. Leute, das war das erste Statement von Sonnenschein. Und keiner von euch hat dagegen gehalten. Ihr wolltet euch mit ihm über die Periode unterhalten. Er hat gesagt, Leute in Deutschland haben die Schnauze voll vom Islam. Inzwischen haben die Leute in Deutschland die Schnauze voll vom Islam. Das war das Zitat von Sonnenschein. Und Sonnenschein, bevor du jetzt darauf reagierst, ich habe noch zwei andere schöne Sachen, die du rausgeballert hast, die mich mega wütend machen. Das war das Schlimmste, was du gesagt hast. Weil ganz ehrlich, wer soll die Schnauze voll vom Islam in Deutschland haben? Ich hab's nicht. Es ist eine Religion. Und jeder darf seiner verdammten Religion nachgehen in unserem Land. Und das sage ich als Agnostiker. Ich habe keine Religion. Aber ich finde die Religionsfreiheit wichtig und verteidigenswert. Und mich kotzt es an, dass so wenig Gegenrede kommt bei der AfD, verdammt nochmal. Deswegen werde ich so wütend gerade. Und jetzt der letzte Punkt. Die letzten zwei Punkte. Ihr seid ruhig. Habe ich so lange zugehört. Der Islam als Konstrukt dargestellt, sogenannter politischer Islam, steht hier als Schlagwort bei mir. Er kommt da rein, Sonnenschein, und erklärt uns allen, der Islam wäre so eine Art Paket.
Der Islam ist eine Religion, Sonnenschein. Lies mal nach, kannst du googeln, überall. Ist einfach nur eine Religion, musst du keine Angst vor haben. Und jetzt der letzte Punkt, Und dann kommt ihr dran, versprochen. Ich mach's kürzer im Gegensatz zu euch. Und ich rede mit euch nicht über Periode. Keine Themen zur Periode, ihr habt keine Ahnung von Periode. Also, letzter Punkt. Er kommt da rein und behauptet, im Bundestag wird irgendjemand von den Bundestagsabgeordneten die Scharia fordern. Jetzt, Sonnenschein, sag mir die Quelle. Sag mir, wer das gesagt hat. Wo und wann? Ich will das jetzt von dir wissen. Das ist totaler Bullshit, was du hier erzählst. Das hat der Vorsitzende, ich weiß gar nicht, wie heißt der Entschuldigung, ich habe es mit Namen nicht. Ja, das so. Ist schon traurig, dass du mir die Frage stellst und jeder andere kennt schon die Antwort, weil der ich Herr wahrscheinlich Nuri nichts Nuri Falsches gesagt habe. Also zunächst einmal solltest du dein Blut. Die Scharia verstößt gegen das Grundgesetz, mein Lieber. Deswegen könnte sie gar nicht abgestimmt werden im Bundestag. Du erzählst totalen Quatsch. Es gehört zu einer ordentlichen und respektvollen Gesprächsführung dazu, dass du dich jetzt stummst und mich aussprechen lässt. Ich habe dich auch aussprechen lassen. Erstens mal solltest du vielleicht deinen Blutdruck in den Griff kriegen, weil ich führe eine sachliche Diskussion und du hast ja im Prinzip eigentlich nichts gesagt. So, im Grunde genommen nichts. Was ich bei dir rausgehört habe, ist Folgendes. Also du hast eine ziemlich schizophrene Einstellung. Einerseits sagst du, du willst die Scharia, du willst sozusagen, du verstehst es, dass die Leute nicht in so einem Scharia-Staat leben wollen. Jetzt komme ich hier rein und diskutiere sachlich über die Scharia. Jetzt kommst du rein und greifst mich an, weil ich das tue. Ist das nicht ein bisschen sehr schizophren? Naja, Sonnenschein, du hast vorhin auch ganz schön, ich glaube schon, dass du Puls gekriegt hast, wo du irgendwie über Pädophilie gesprochen hast, dass du da auch aufbrausend geworden bist. Ja, aber selbstverständlich, das sollte jeder in Deutschland sollte nein, sich... Nein, darum geht es ja gar nicht. Nein, pass auf, Sonnenschein, es geht ja nur darum, dass du jetzt sagst, okay, dass er jetzt Puls kriegt. Er hat jetzt auch wirklich ziemlich lange zugehört und es hat sich was aufgestaut. Es ist ein hochemotionales Thema. Aber ihm jetzt vorzuwerfen, dass er jetzt emotional sei, ist ein bisschen schwierig und vor allen Dingen dann auch, wir sind nicht hier, um Meinungen zu unterdrücken, ne? Und wenn du sagst, okay, das, was er da sagt, sei schizophren, guck bitte, dass du da eine andere Wortwahl findest, das wäre sehr nett. Ich wollte nur kurz sagen, es ist halt wichtig. Wenn man halt sich unterhalten will, dann muss man halt auch erstmal den Koran lesen, man muss sich mit der Sekundärliteratur auseinandersetzen. Man kann halt nicht ohne Wissen hier reinkommen und einfach behaupten, nee, muss ich nicht. Islam ist Quatsch. Muss ich nicht. Ich habe ein Grundgesetz, ich muss keinen Koran lesen, erzähl nicht so ein Zeug. Ja, dann hast du halt von Tuten und Blasen keine Ahnung, kannst nicht mitsprechen. Es tut mir halt leid. Doch, von unserer Verfassung habe ich Ahnung. Die verteidige ich gerne gegen Leute wie dich. Kennst. Dann kannst du darüber... Nee, brauch keinen Koran kennen. Das Grundgesetz befreit uns davon, dass wir jede Religion kennen müssen. Deswegen gibt es eine Religionsfreiheit und gleichzeitig daneben einen Rechtsstaat. Ja, es ist aber so. Es gefällt euch nicht, ich weiß. Wollen sie abschaffen. Du weißt doch nicht mehr, wer deine Feinde sind. Ich will abschaffen. Ich als. Hast du überhaupt nicht mitgekriegt, was er von über den Islam gesagt hat? Ist dir das völlig egal? Vergiss mal. Ich will das. Ach so, ist einfach nur ein Spinner. Okay. Hallo, ey, hör zu. Er will es bewahren, ich will es abschaffen. Du musst mir Feindschaft zeigen. Du hast keine Ahnung, wovon du gerade redest. Selbst er. Ich rede davon, dass er den Islam herabwürdigt und uns allen einredet, dass das Grundgesetz angeblich nicht gilt. Natürlich gilt das Grundgesetz für alle. Aber ich müsste doch laut deinem Maßstab noch viel schlimmer sein. Verstehst du das nicht? Ich bewerte doch hier gar nichts. Ich sage einfach nur, ich bin Verfassungspatriot und ich habe das nicht nötig, mir von so einem Vogel da den Koran zu erklären zu lassen. Brauche ich gar nicht. Ich muss den Koran überhaupt nicht kennen. Jetzt wird man nicht beleidigt, mein lieber Sohn. Der hat mich gerade schizophren genannt, nur nochmal zur Erinnerung. Ja, ich hatte ja noch was gut bei ihm, oder? Aber es ist doch schon komisch. Einer, der selbst für die Scharia ist, sagt dir gerade, er will selbst die Scharia in diesem Land. Und du siehst es nicht, du bist so blind. Also das ist so typisch halt wieder. Nee, warte mal eben, Sonnenschein, genau. Also da möchte ich an dem Punkt, weil das ist, glaube ich, jetzt wirklich ein bisschen untergegangen. Enormo und Sasa. Ich glaube, ihr beide hättet prinzipiell noch was miteinander zu besprechen. Sasa, wiederhol das nochmal bitte. Das ist jetzt. Sag mal, ich will nur Folgendes sagen. Enormo, dieses Gutmenschendenken. Ich verstehe ihn ja auch. Schau mal, dass Leute wie dieser Sonnenschein ganz klar, guck mal, das ist keine Meinung, das ist Fakt, dass diese Leute Faschisten sind. Für mich, ich darf das sagen, das ist auch. Er kann mich ruhig anzeigen.
ist klar. Warte, oh, ich will jetzt ausreden. Nein, ist okay. Ja, du kannst dich doch gleich verteidigen. Du kannst doch gleich verteidigen. So, für dich bin ich ein Terrorist und was weiß ich. Deswegen, für mich ist das ein Faschist. Der Typ hat ein Problem mit der muslimischen Kultur, mit vielen Ausländern, hat er auch mehrere Male gesagt. Und ich sage euch mal Folgendes. Ich aber und jeder einzelne Muslim, wir wollen das Grundgesetz nicht. Okay? Das ist die Grundlage des Islams. Allah sagt es im Koran. Wenn wir ein anderes Gesetz außer der Scharia wollen, befürworten, unterstützen, dann sind wir Apostate, dann sind wir Ungläubige, dann sind wir Leute, die aus dem Islam raus sind. Deswegen, guck mal, ich verstehe dich ja auch irgendwo, der Typ ist gegen den Islam, ja, aber im Islam gibt es nicht so etwas wie Demokratie oder dies oder das. Verstehst du? Deswegen, du musst dich mal wirklich ernsthaft mal mit dem Islam beschäftigen. Der Islam ist so, wie er ist. Und ich brauche hier keine Sympathie zu heucheln. Wir wollen die Scharia in Deutschland einführen und wir stehen kurz davor. Pass auf, Sonnenschein, bitte, jetzt möchte ich was zu ihm sagen. Sonnenschein, jetzt muss ich auch was zu ihm sagen dürfen. Hallo. Sonnenschein, Enormo darf jetzt auch gerne was dazu sagen, weil er direkt angesprochen wurde. Genau, danke schön. Ich weiß nicht, was du mich gerade wieder beleidigt hast, aber lass es einfach mal bleiben. Pass auf, Sasa. Der Punkt ist, den ich doch einfach nur sage, damit du mich richtig verstehst. Also erstmal mit dem Wort Gutmensch, da musst du wirklich nochmal gucken, das ist keine gute Vokabel. Egal, ist geschenkt. Der Punkt ist, den ich doch einfach nur sagen will. Wir leben in einem Rechtsstaat und der Rechtsstaat funktioniert. Und solange ich als Bürger daran glaube und darauf vertraue, dass der Rechtsstaat funktioniert, ist es doch vollkommen gleich, ob mein Nachbar zum Beispiel der Meinung ist, er muss ein Buch lesen und kann danach glauben, er kann sich in irgendeiner Form über mich stellen. Und ob das Buch dann Koran heißt oder anders heißt, das ist mir doch völlig egal. Und das ist genau der Grund, warum ich Sonnenschein, bitte, bitte, bitte. Du erwartest Respekt und du sagst, du stummst dich und fällst mir trotzdem ins Wort. Der Punkt ist doch einfach nur, ich glaube daran, dass unser Grundgesetz das Wesentliche abbildet. An einigen Stellen, wo es das nicht abbildet, haben wir das Grundgesetz erweitert, zum Beispiel um das AGG, um den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz, der das Verhältnis der Bürger untereinander regelt, in Erweiterung zu Artikel 3 oder 6, weiß ich gerade nicht ganz genau, wo es darum geht, dass niemand beteiligt und benachteiligt werden darf wegen Religion etc. Da geht es um das Verhältnis von Staat zu Bürger und wir erweitern zum Beispiel bei dem AGG um das Verhältnis Bürger zu Bürger. Das heißt, wir haben gute Antworten, um unser Grundgesetz jederzeit auch aktuell zu halten und auf aktuelle Gegebenheiten, aktuellen Stand der Wissenschaft zum Beispiel, Thema transsexuellen Gesetz, Thema Selbstbestimmungsgesetz. Sonnenschein, lass mich doch mal ausreden. Ich höre euch jetzt 2 Stunden geduldig zu. Ich habe mich nicht einmal entstummt. Nicht mal als Nelson noch da war, habe ich mich entstummt, Sonnenschein. Jetzt fällst du mir ganz Zeit ins Wort. Also das heißt, und ich habe euch wirklich lange zugehört, Sonnenschein, ich habe bestimmt 5 Minuten dir allein zugehört zur Periode der Frau. Glaub mir, es war schwierig. Bitte jetzt mach endlich dein Mikro mal aus und lass mich mal zu Ende reden. Also, ja, meine Güte, richtig. Genau das habe ich mir auch oft gedacht, als du geredet hast. So, es ist halt einfach so, wir haben das Grundgesetz, wir haben einen Rechtsstaat, das Grundgesetz bleibt aktuell, indem es regelmäßig angepasst und erweitert wird, auf bestimmte Gerichtsurteile, die gefällt wurden. Beispielsweise das sogenannte Transsexuellengesetz, das vom Bundesverfassungsgericht dann als verfassungswidrig eingeordnet wurde, wurde jetzt abgelöst durch das Selbstbestimmungsgesetz, das wir nächstes im Oktober bekommen. Das heißt, wir haben eine, und wieder, da ist er wieder, es ist Wahnsinn, wirklich. Gelbe Karte, Sonnenschein. So, danke. Und das heißt, es funktioniert ja auch, ne? Also ich bin jetzt ein bisschen müde, ich habe euch lange zugehört, Sonnenschein, das ist schon, ja, ich verstehe das schon, dass du es machst. Also, wir haben einen modernen Rechtsstaat. So, und auf den verlasse ich mich als Bürger. Und wenn ich mich auf den nicht mehr verlassen kann, dann weiß ich jetzt auch nicht mehr, worauf ich mich verlassen soll. Weil wir leben hier nicht irgendwo auf einer wilden Insel, wo wir alle machen können, was wir wollen. Und das ist genau das, was euch die AfD zum Beispiel immer suggerieren will, wenn sie über den Islam spricht. Sie tut immer gerade so, und es ist ja nicht nur die AfD, es tun ja auch noch andere populistische Kräfte in unserem Land. Ich muss mich da ja gar nicht immer nur an dieser Partei abarbeiten. Manche tun immer gerade so, als wäre ich in irgendeiner Gefahr, wenn jemand in irgendeiner Form die Scharia gutheißt. Das bin ich aber gar nicht.
wenn überhaupt Menschen in Gefahr sind, die in diesen, ich sag mal, in dieser Religion sehr verhaftet sind und in einer Community verhaftet sind, wo vielleicht überwiegend Moslems sind, die an die Scharia glauben, ja, ist alles jetzt ganz viel Konjunktiv, dann sind das vielleicht dort junge Frauen, die man schützen muss, wo man mal gezielt gucken muss, wie kann man die unterstützen, damit die zum Beispiel nicht einem Ehrenmord oder solchen Dingen zum Opfer fallen. Das ist wichtig. Das ist aber eine Sache, die eher ein Sozialstaat regeln muss, indem er Unterstützung aufbaut, indem er Vereine aufbaut, indem er die Leute dazu befähigt, sich Hilfe zu suchen, indem er dafür auch Werbung macht, indem er dafür Geld in die Hand nimmt. Und den jungen Frauen, nein, darfst du nicht, weil ich dir ewig zugehört habe. Und den jungen Frauen. Enormo, ich muss mal eben kurz eingreifen. Es tut mir sehr leid. Sasa, ich muss dich rausschmeißen. Du bist gemeldet worden. Alles gut, kein Problem. Ja? Okay. Gute Nacht. Ciao. Danke dir auch. Ciao. Nacht, Sasa. Und mach dir nichts raus, Sasa, hatte ich auch schon mal. Noch jetzt letzter Punkt. Wenn wir über das Thema sprechen. Beispielsweise habe ich auch ein Plakat gesehen, ich habe es jetzt schon wieder weggepackt, damit mein Blutdruck ein bisschen runtergeht. Sonnenschein, auch danke, du hast ja auch Sorgen um meinen Blutdruck gemacht. Es gibt noch ein Plakat, das ich dort gesehen habe, deutsche Frauen schützen oder Frauen schützen oder so ähnlich. Wenn es uns darum geht zum Beispiel, dann sage ich dir, Sonnenschein, ich bin Feminist. Das sage ich allen, die sich für Frauen einsetzen. Dann kannst du auch sagen, ich bin Feminist, dann reichen wir uns die Hände und dann kämpfen wir darum, dass diese sexualisierte Gewalt, die in unserem Land natürlich ein Riesenproblem ist, die von allen Männern ausgeht, völlig egal, welche Religion sie haben, dass diese sexualisierte Gewalt, die sexuellen Übergriffe von Männern und dieses eklige Angegrabe im Alltag von allen Männern, glaub mir, ich weiß, wovon ich rede, ich bin mit zwei Töchtern die ganze Zeit unterwegs, was die mir immer alles erzählen, was sie mit Männern erleben, es ist unerträglich, dass das aufhört, dass wir endlich dafür kämpfen, dass Frauen als Menschen wahrgenommen werden und nicht als irgendein Stück Fleisch, das durch die Gegend läuft. Denn leider ticken manche Männer immer noch genauso. Und lieber Sonnenschein, ehe du mir jetzt gleich erklären müsst, dass es nur die muslimischen Männer sind. Nein, es sind auch die deutschen Männer, die am Sonntag schön in die Kirche zu beichten gehen, die danach sich von Mutti die Kohlroulade kochen lassen. So, das war mein letzter Punkt. Unterstützen wir die Frauen, kämpfen wir für Feminismus, kämpfen wir gegen das Patriarchat, das ist das Thema. Also es ist wirklich, es ist so anstrengend. Wir haben hier eine sachliche Diskussion. Wir reden hier um einen spezifischen Punkt und du erzählst mir deine halbe Lebensgeschichte. Also ich... Sachlich, du bist reingekommen und hast erzählt, ich zitiere nochmal, die Leute haben in Deutschland die Schnauze voll vom Islam. Findest du das sachlich? Findest du das sachlich? Findest du das sachlich? Also nein, ist es nicht. Du kannst jetzt dich stumm, du hast jetzt deine halbe Lebensgeschichte erzählt, die mich völlig überhaupt nicht interessiert. Was ist denn so schlimm daran? Wir haben folgende Situation gerade gehabt in diesem Livestream. Wir haben folgende Situation gehabt und alle 300 beziehungsweise fast 400 Leute haben das gesehen. Wir haben jemanden hier im Livestream gehabt, der dir direkt gesagt hat, dass es bei ihm keine Demokratie gibt. Sondern nur das islamische Gesetz und das steht über dem Gesetz der Demokratie und des Grundgesetzes. Und du konntest darauf nicht reagieren. Du warst völlig geistig abwesend, obwohl du hättest darauf reagieren müssen. Und da liegt ein wirkliches großes Problem. Denn du hast es mit Leuten zu tun, die es dir auf dem Silbertablett präsentieren. Sie sagen dir, wir wollen es nicht. Wir wollen die freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht. Und du bist nur damit beschäftigt, mir Vorwürfe zu machen, anstatt darauf einzugehen, was diese Person dir präsentiert. Enorm, da würde ich gerne nochmal tatsächlich dir kurz die Gelegenheit geben, weil ich das auch einen wichtigen Punkt finde in dieser Diskussion. Und dann würde ich gerne Servant das Wort geben. Wenn du möchtest, kannst du auf diesen Punkt nochmal eingehen. Sehr gern. Was Sonnenschein jetzt gerade gesagt hat. Sehr gern. Lieber Sonnenschein, der Versuch ist ja nett, den du da unternimmst. Also A, versuchst du mich zu provozieren und B, versuchst du mich darzustellen als jemand, der irgendwie aus irgendeiner, wahrscheinlich, du hast die Worte jetzt nicht im Mund genommen, aber ich muss jetzt so dran denken, an dieses Bild vom Grünwähler, der mit Schokolade dasteht und alle fröhlich begrüßt. Ich wurde ja schon auch als Gutmensch bezeichnet von Sasa, der jetzt gerade runtergegangen ist. Ich kann dir nur sagen, nein, das bin ich überhaupt nicht. Ich sehe durchaus die Probleme in unserem Land. Ich sehe durchaus die Schwierigkeiten, die wir mit bestimmten
Themen in unserem Land haben. Der Unterschied zwischen dir und mir und zwischen Nelson und mir und zwischen der AfD und mir ist nur, ich glaube daran, dass wir die Probleme lösen können, ohne dass wir eine gesamte Religion herabwürdigen und als Gefahr darstellen, wie es nämlich die AfD tut. Und du hast damit kein Problem, ich habe damit ein Problem. Was ist der Unterschied zwischen uns beiden, mein Lieber? Darf ich dir eine Frage stellen? Nee, ich möchte dir eine Frage stellen. Wie gehst du mit dieser Person um, mit einer Person, die dir gerade eben gesagt hat, dass sie das Grundgesetz und die Demokratie in Deutschland nicht haben möchte? Wie gehst du damit um? Bitteschön. Sig entscheidet, ob ich die Frage noch beantworten soll. Ja, ich finde, wir sind gerade, es tut mir leid für Servant und auch Worldwide Muslim und Nati, aber ich finde, wir sind gerade an einem sehr wichtigen Punkt, weswegen ich das gerade hier nochmal zulassen würde, ja. Gut, dann stell die Frage bitte noch mal ein bisschen kompakter, damit ich darauf gezielt antworten kann. Also, dir wurde eben gesagt von jemandem, dass er die Demokratie ablehnt, nur das islamische Gesetz haben will und nicht die Grundordnung, wie wir sie in Deutschland haben. Wie gehst du mit dieser Person um? Wie gehst du damit um? Wie meinst du das konkret? Also meinst du damit, wenn das jetzt ein Freund wäre oder was? Also du musst es schon ein bisschen konkretisieren. Du musst ja dazu eine Meinung haben. Ja, das sage ich dir, was ich dazu für eine Meinung habe. Ist das eine Bedrohung für dich? Ist das eine Gefahr für dich? Ist es dir völlig egal oder wie siehst du das? Ja, okay, gut. Also ja, jeder Mensch, der unser Grundgesetz anzweifelt, in seiner Abkehr vom Faschismus und damit in seinem antifaschistischen Charakter, der auch bedeutet, Humanismus, Menschenrechte zu würdigen, 500 Jahre Aufklärung zu würdigen, die großen Philosophen der Aufklärung zu würdigen, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Alle Menschen, die das in Frage stellen, sind für mich problematisch. Ja. Und ich werde ihnen entschieden entgegentreten. Aber jetzt kommt das ganz große, ist ganz wunderbar, da freust du dich. Jetzt kommt das ganz große Aber, mein Lieber. Jetzt kommt das ganz große Aber. Wenn hier Menschen auftreten, so wie vorhin ein AfD-Stadtrat von Bad Kreuznach, der nicht irgendwer ist, der nämlich die AfD repräsentiert und wollen dann hier allen hier oben erklären, dass der Islam gefährlich ist. Also da kommt sozusagen jemand, der greift nicht nur einzeln das Grundgesetz an, indem er die Religionsfreiheit nicht achtet mit dieser Aussage, sondern er sagt, hallo, ich bin von der AfD, die AfD, die von im Osten in weiten Teilen von teilweise von der Mehrheit gewählt wird, in Sachsen von über 30%. Wir lehnen den Islam ab, wir wollen den Islam bekämpfen. Das ist nämlich die Logik, wenn man dem folgt. Dann sage ich dir, dann entscheide ich mich lieber jemand für Nelson, gegen den ich kämpfe, als gegen irgendeine Einzelperson hier oben, die mir irgendwas von der Scharia und von Periode erzählt, wo dir Julia auch gerade nochmal erklärt hat, dass er davon keine Ahnung hat. So, da siehst du das. Ich entscheide mich sozusagen für die größere Gefahr für unser Grundgesetz. Und die geht eindeutig von der AfD aus und nicht von einzelnen Menschen, nicht von einzelnen Muslimen, die an die Scharia glauben. Die geht von der AfD aus. Okay, also zunächst einmal, wir können uns da bei einem Punkt ja treffen. Du hast Immanuel Kant zitiert, du hast vollkommen recht. Wir müssen uns immer unseres Verstandes bedienen, das ist richtig. Also, wo ich jetzt ein Problem habe, ist, ich sehe ja in allen möglichen Lives Leute, die Scharia einführen wollen und das Grundgesetz ablehnen. Wie gehen wir jetzt damit um? Pass mal auf, dabei geben wir uns jetzt auf Glatteis. Also jetzt von anekdotischer Evidenz irgendwie auf die Allgemeinheit zu schließen, ist ein bisschen schwierig. Dankeschön, Chris. Ich würde sagen, an dieser Stelle schließe ich jetzt die Diskussion mit euch beiden. Ich denke, ihr habt eure Punkte da ganz klar kommuniziert. War super. Vielen Dank. Gut, aus Rücksicht jetzt auf unsere anderen Gäste würde ich jetzt einmal dann weitergehen. Und ich möchte einmal kurz die Gelegenheit nutzen, allen, die jetzt noch hier sind, für eure zahlreichen Likes zu danken. Und auch für den finanziellen Support, den ich sehr schätze. Da ist jetzt in der letzten Zeit noch ein bisschen was gekommen. Bin ich sehr dankbar für. Dankeschön. Und kurz, ich wollte mich nochmal bei dir bedanken, dass ich hier sein durfte. Und ich wünsche allen Zuschauern eine schöne Nacht. Träumt süß. Bye, bye. Gute Nacht, Sonnenschein. Dankeschön. So, Servant, sei gegrüßt. So, vielen Dank. Und zwar wollte ich erstmal sagen an den Normo, finde ich klasse, wie du denkst und wie du gesprochen hast. Und jetzt von meiner Seite gesprochen, ich kann nur von mir sprechen, nicht für die gesamte muslimische Community oder so.
wenn jemand die Schnauze voll vom Islam hat, gegen den Islam hetzt, ist das nichts Neues für mich. Und deswegen soll man die Schnauze ruhig voll haben vom Islam. Ich liebe meine Religion und wie Enormo das auch sagte, es ist eine Religion. Natürlich eine Religion beinhaltet das ganze Leben, sollte es auch, weil es soll mir ja das Leben erleichtern und mir das Leben erklären. Mit all den Hürden und Freuden, die es gibt im Leben, will ich ja religiös verstehen und auch so handeln etc. Pipapo. Da wurde auch was von Geschlechtertrennung da in London erzählt. Ich bin ja schon lange am Zuhören, ich wollte eigentlich zu viel was sagen. Geschlechtertrennung hat nicht nur was mit dem Islam zu tun. Gab ja auch früher katholische Schulen, wo Jungs und Mädchen getrennt waren. Was ich natürlich persönlich befürworte, nicht nur aus religiöser Sicht, sondern auch aus philologischer Sicht. Weil Jungs ab einem gewissen Alter, wenn die Mädchen hübsch aussehen, sich nicht mehr so sehr auf die Schule konzentrieren können, wenn die Annika daneben sitzt oder dass selbst Lehrer, ich habe das selber in meiner eigenen Schule erfahren, dass Lehrer manchmal den Faden verloren haben, weil die Mädchen den Ausschnitt ein bisschen zu tief hatten. Deswegen wäre das gar nicht mal so schlecht, ne, für die Bildungsentwicklung hier der Jugend, da die Geschlechtertrennung in den Schulen einzuhalten. Was ich noch sagen wollte, Islam, ob der jetzt zu Deutschland gehört oder nicht, spielt auch keine Rolle, ist eine große Meinung von vielen. Fakt ist, der Islam gehört zur Welt. Und der Prophet Mohammed, ob man den beleidigt oder nicht, war der größte Influencer, der jemals auf diesem Planeten gelebt hat. Der hat bis heute 2,5 Milliarden Follower. Und wir Muslime, wir wollen gar nicht Europa erobern, wir wollen Herzen erobern. Eigentlich ist die Rhetorik, ja, der Austausch, der Dialog, das ist der Dschihad, den ein Muslim ausführt. Ja, und nicht irgendwie im Kampf. Und was ich noch zu diesem Abu Zaza sagen wollte, der ist auch eine Minderheit und ganz klar, der Typ wird von dem Grundgesetz und der Verfassung und dem Verfassungsschutz verfolgt durch solche Aussagen. Und nicht nur, weil er jetzt eine große Gefahr ist, sondern weil er einfach ein kleiner Psycho ist, wenn man das so sagen will. Weil natürlich, du musst dich an die Gepflogenheiten eines Landes halten. Das ist gang und gäbe. Das war vor tausenden Jahren so und es ist immer noch so. Und wir leben hier in einem anderen Land und das Land funktioniert. Und das Grundgesetz und überhaupt die Institutionen sind stark genug. Die Gefahren gehen natürlich von großen Parteien aus, die irgendwie eine Macht zugesprochen bekommen. Ob das jetzt die Grünen sind, die SPD, CDU, AfD, Linke, spielt keine Rolle. Eine Macht hat immer nur eine Partei. Die sind die Ausführenden. Und jetzt, wenn da jetzt eher ein Individuum von der Straße da der Scharia ruft, schön für ihn, ist nicht da. Und die ist eigentlich auch nirgendwo in der Welt. Es gibt Schein-Scharias und ich gebe dir Brief und Siegel, ne, dass ich für 99% der Muslime sprechen, dass sie eigentlich alle auswandern wollen. Das Problem der Muslime wird sich früher oder später hier in Deutschland von alleine auflösen. Da sind die gesamten Muslime weg, da sind die pakistanischen Ärzte aus den Krankenhäusern weg, sind wir alle weg, ja, weil der Rassismus, natürlich, wir sind das auch gewohnt, macht aber auch keinen Spaß. Wir sind auch nicht alle blöd und wie die AfD behauptet, dass wir keine Bildung haben oder keine berufliche Perspektive. Wir sind alle meistens multilingual, wenn nur bilingual, oder multilingual. Das bedeutet eigentlich, die Welt steht für uns Muslime weltweit offen. Deswegen, der Islam gehört zur Welt, kriegt man nicht aus der Welt. Und ja, das war mein Statement. Ja, Servant, ich hätte noch mal eine Nachfrage, weil ich habe jetzt schon viele Diskussionen bezüglich Islam auch geleitet. Und was immer wieder bei mir hängen geblieben ist, und das ist auch heute noch mal als Argument, ja, in mehr oder weniger radikaler Form, je nachdem, wer es gesagt hat, dann auch noch mal verdeutlicht worden, dass immer wieder gesagt wird, okay, du bist kein richtiger Muslim, solange du nicht die Scharia über alles stellst und über alle weltlichen Gesetze. Also wenn du jetzt sagst, okay, von dir selbst, okay, ich bin Muslim, dann würden dir bestimmte Menschen sagen, und ich weiß gar nicht, ob das so immer die Ultraradikalen sind, sondern das, was ich so mitbekommen habe, dass das auch teilweise eher gemäßigtere Menschen dann auch gesagt haben, dass sie dann gesagt haben, ja, Moment. So, ne? Also ich habe auch schon eine Diskussion hier geführt, tatsächlich mit dem Titel, was ist der wahre Islam, ne? Also ja, das heißt, Ich kenne das, finde ich super auch. Aber ich sag mal so, die wahre Scharia ist sowas wie ein Utopia der Muslime. Ja, natürlich, für den einen und anderen hört sich das schlimm an, zum Beispiel auch jetzt mal wieder auf Pubertät zu kommen. Ich finde, die heutigen, ja, Jugend, die ist frühreif. Und die sollte auch so, wenn sie straffällig handelt, behandelt werden. Ja,
die sind früher reif. Das sind Männer und Frauen zum Teil, ne? Wenn ich höre, eine 14-Jährige macht dies und das, das ist keine 14-Jährige wie vor 50, 60, 70, 100 Jahren. Ja? Und so sollten die auch, und deswegen sind die auch, die haben eine Reife. Ja, die sind einfach nur, heutzutage ist alles ein bisschen aus den Fugen geraten, ja? Das Benehmen etc. Ne? Und worauf wollte ich jetzt noch hinaus? Ja, ich hatte ja angesprochen, dass es durchaus Brüder von dir geben könnte, die und Schwestern vielleicht auch, die dir sagen, okay, das ist ja ganz nett, dass du prinzipiell Muslim bist, aber so ein richtiger Muslim bist du halt nicht, wenn du sagst, ich achte das Grundgesetz und Nein, natürlich muss man das Gesetz halten. Das ist doch Schwachsinn. Die Scharia bringt dich auch nicht dazu, unbedingt das Gesetz zu brechen. Vielleicht, wenn du dein Tier schächten willst, ne? Jetzt zum Opferfest. Darfst du nicht. Musst du dich dran halten. Kannst du machen, gehst in den Knast. Ist so logischer Menschenverstand, dass man nicht in den Knast will. Ja? Und die richtige Scharia ist wirklich Wunschdenken, weil die gibt's ja nicht. Ja, das ist wirklich ein Utopia. Was wäre, wenn, oh, wenn es keine Zinsen gäbe, so, da hätte ich mal mein Haus finanziert ohne diese 100.000 zusätzlich. Was wäre, wenn, was weiß ich was, ja? Und Fakt ist wirklich, die Institutionen und die Regierungen, die sind stark. Und es gibt Geheimdienste etc. Selbst die islamischen Länder wollen ja nicht, dass da die Muslimbruderschaft an die Macht kommt. Da interveniert das Militär. Ja, weil man nicht will, dass die Muslimbruderschaft die Scharia einführt. Ja. In Ägypten ist ja auch nicht voll Scharia oder muslimisch oder etc. Da sind ja auch sehr viele Christen. Und 10%. Es gibt in Ägypten mehr Christen, als es Muslime in Deutschland gibt. Ja. So viel dazu. Okay, dann könnte man jetzt, würde ich jetzt abschließend sagen, ich formuliere das tatsächlich bewusst sehr flapsig. Also es wird am Ende dann doch nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Natürlich nicht. Und es ist eine Religion und die meisten sterben vorher, bevor sie irgendwie irgendwas in ihrem Leben erreicht haben. Und das wollte ich jetzt auch nochmal sagen. Früher war die Sterblichkeitsquote, weiß ich nicht, Durchschnitt 39, 40. Da war das Leben vorbei. Deswegen sollte man so früh wie möglich heiraten damals, um überhaupt Leben möglich zu halten, Kinder in die Welt zu setzen. Weil man konnte nicht wie heute mit 35 erst heiraten und dann Kinder in die Welt setzen und hoffen, dass die überleben, wenn man mit 40 den Löffel abgibt. Ja. Die Welt hat sich damals anders gedreht, dreht sich immer noch, heute anders. Und ich sag mal wirklich, Europa stirbt aufgrund von moralischer, sage ich mal, dem moralischen Niedergang. Man wird ein bisschen, durch den Wohlstand auch, man wird ein bisschen faul, man erlaubt sich alles, man beleidigt sich gegenseitig, man hat keinen Respekt mehr vor niemandem, weder vor Vater, vor Polizei, noch vor Gott, noch vor was weiß ich was. Deswegen Europa, sag ich, geht von alleine kaputt, machen nicht die Muslime. Und der Orient, der wird auf jeden Fall in der Zukunft die richtige Rolle spielen. Und zum Glück, der Zufall, die Natur oder Gott hat die meisten Ressourcen im Orient gesetzt. Ja, es gibt ja dieses hässliche Wort Wohlstandsverwahrlosung, ne? Das fällt ja immer öfter. Ja, so ist das. Also ich kann das so wirklich nur so beobachten. Das ist eine Degeneration, die stattfindet, ja. Ich rede jetzt auch ein bisschen degeneriert, weil ich saumüde bin, wie die meisten auch. Aber was da stattfindet, ich bin letztens auch in der Stadt unterwegs gegangen, da habe ich so einen Skaterboy gesehen, war ein Deutscher. Und ein Türke, der mit seiner Freundin daherläuft und dann kam die auch irgendwie so ein Streitgespräch und dann zieht der Deutsche ein Messer raus, umgekehrte und dann so. Und denke mir so, was? Ich dachte so, ich hatte auch so Vorurteile. Ne? Dann denke ich mir, und das waren so junge Leute. Ich denke mir, wo bin ich so? Das gibt's in anderen Ländern nicht so. Ne? Aber woran liegt das? Ist der Islam schuld, dass alle jetzt Messerstecher sind? Ich glaube, deswegen sagen manche Scharia, weil so ein bisschen Härte so, ne, wird der Gesellschaft gut tun. Die drehen alle durch, alle. Gut, das wäre dann tatsächlich nochmal eine ganz andere Diskussion. Ich mische mich mal kurz ein, ich verabschiede mich. Ja. Okay. Hab lange zugehört und wenig gesagt am Ende. Ich wünsche noch viel Spaß. Dankeschön, Julia, und für dich eine gute Nacht. Ja, gleichfalls. Dann, ciao. Okay, Servant. Ja, wie gesagt, also das ist tatsächlich nochmal eine eigene Diskussion wert, die Thematik, die du gerade angesprochen hast. Und ja, aber genau zum Thema, wir Muslime, wir wollen Europa nicht erobern. Europa, was ist, hat denn Europa? Bitte, ehrlich, was ist erstrebenswert, was man so unbedingt in Europa haben will? Manche reden da vom Sozialstaat. Da hast du selber auch mal ganz oft so eine Statistik gehabt, wie viele Leute wirklich den Sozialstaat ausbeuten. Ich glaube, das war eine ganz kleine Quote so.
So, das ist das Erstrebenswerteste an Europa, ich bitte dich so. Ja, schlechtes Wetter zum Beispiel. Ja, genau. In Deutschland zumindest. Ja, genau. Das war früher gut, aber mittlerweile sind die Chancen woanders echt viel besser und größer. Und ja, das ist schlimm leider, dass man jetzt diese, sage ich mal, Xenophobie so beschwört, weil eigentlich der Austausch in einer zivilisierten, globalisierten Welt wäre schön, wenn die Kulturen sich austauschen und Best Practices quasi voneinander lernen. Aber mittlerweile ist wirklich so ein Keil dazwischen, so Ost gegen West wie früher. Deswegen sage ich, wir leben zwar im Jahr 2023, haben sehr viel Technologie, haben uns aber geistig zurückentwickelt. Wir waren, glaube ich, vor einigen Jahren menschlicher und irgendwie verbundener, als wir es heute sind, trotz dem ganzen Internet und so. Genau, nochmal wäre tatsächlich, ist auch bei mir auf dem Schirm nochmal, also schon etwas länger. Diese Diskussion werden wir auch noch führen. Ja. Slavin, ich danke dir erstmal bisher. Sehr gerne. Genau. Und dann gebe ich jetzt, begrüße ich jetzt Worldwide Muslim. Grüßt euch alle. Ich wünsche euch alle etwas. Also ich habe jetzt auch länger gewartet. Habe auch gerne zugehört. Waren auf jeden Fall interessante Gespräche. Was ich noch mitgeben wollte, ist eigentlich nur, dass wir alle im selben Boot hocken. Ja. Und wir alle hier leben gemeinsam und wir niemanden wünschen, dass wir irgendwie uns bekriegen, dass wir uns beleidigen oder schlagen, keine Ahnung, dass wir, keiner möchte so etwas. Jeder will im Frieden leben, jeder hat seine Komfortzone, die will keiner verlassen, so ist es doch bei jedem. Ja, jeder hat eine Routine und wichtig ist, dass wir miteinander leben und uns verstehen müssen, ja, dass wir uns auch austauschen müssen und nicht einfach immer schweigen. Wir müssen uns austauschen, um uns besser zu verstehen und wir sind alle gleich, wir sind nicht verschieden. Ja, vor allem vor Gott sind wir auch alle gleich. Wir sind alle wirklich gleich, ja, uns unterscheidet nichts. Der eine besser, der eine schlechter, der eine größer, der eine kleiner, spielt keine Rolle. Jeder sieht anders aus. Jeder ist speziell ein besonderer Mensch. Und das muss man so sagen, weil es so ist. Jeder von uns ist besonders speziell, ja. Und wir dürfen uns nicht spalten, nur weil man versucht, uns zu spalten. Wir müssen auch nicht nur im Internet, ja, im Internet spielt keine Rolle, es muss in der Realität umgesetzt werden, dass man auch draußen miteinander spricht, dass man sich anspricht, wenigstens ein Hallo sagt. Ja, nicht mal das machen wir heute in unserer Gesellschaft. Alle schauen auf die Handys, die meisten Leute sind depressiv. Ja, vor allem das Wetter jetzt in Deutschland ist auch nicht so schön. Ja, das nimmt alles Einfluss auf den Menschen und irgendwo kommt man in ein Loch rein, ja, wo man nicht mehr rauskommt. Dann sucht man natürlich die Schuld bei anderen, statt an die eigene Nase zu fassen. Und diese Sachen sind, wie gesagt, A und O, dass wir das in der Realität umsetzen müssen, statt uns hier auszudiskutieren, ja, wo es doch überall Kritikpunkte gibt. Überall gibt es Sachen, die man kritisieren kann, ja. Ist kein Maßstab für uns. Was ich noch sagen wollte, ist, dass hier wirklich richtig unnötig diskutiert worden ist, meiner Meinung nach. Vor allem, wenn man den Finger auf jemand anderen zeigt, aber nicht auf sich selbst schaut, damit meine ich, dass die Gesetze auch in Deutschland, ja, uns erlauben, zum Beispiel einer Minderjährigen, die 14 ist, Geschlechtsverkehr zu haben. Mit jemandem, der auch über 18 ist. Das sagen die Gesetze. Und warum kritisiert man dann von anderen irgendetwas? Das macht gar keinen Sinn. Wirklich, das macht gar keinen Sinn. Deswegen fand ich es auch nervig, dass so viel darum diskutiert worden ist, wo es doch auf beiden Seiten Kritikpunkte gibt. Und ja, Moment, spielt jetzt eigentlich auch keine Rolle mehr. Okay, dann die Frage an dich. Mache ich das Pass jetzt noch auf oder nicht? Ja, komm, ich frage mal. Das heißt, wenn du sagst, okay, 14 mit über 18, ist das dann für dich eher dann eine Bestätigung des islamischen Rechts bezüglich Hochzeit? Oder würdest du sagen,
das zwischen 14. Nein, das hat für mich gar keinen Maßstab, um ehrlich zu sein. Also ich schaue dann nicht auf die Gesetze, weil ich gebe dir ein Beispiel. Wenn ich dich fragen würde, ab welchem Jahr dürfte deine Tochter eine Freundin haben, dann würdest du mir eine bestimmte Antwort geben, ich würde dir was anderes sagen. Das ist immer unterschiedlich, das ändert sich von Menschen zu Menschen. Ja, aber das ist nicht die Ebene, auf der wir jetzt gerade diskutieren. Also du hast gesagt, dass irgendwie 14... Du hast ja, und so habe ich dich verstanden. Ab 14 ist hier in Deutschland Geschlechtsverkehr erlaubt, auch mit jemandem, der über 18 ist. Okay, findest du das gut oder nicht gut? Nein, ich finde es nicht gut. Okay, gut. Weil bestimmte Bedingungen nicht erfüllt werden. Okay, dann eine andere Frage. Ich gehe jetzt davon aus, dass du Moslem bist. Ja, Alhamdulillah. Okay, gut. Die islamischen Regeln bezüglich Hochzeit, die haben wir ja heute eindringlich erörtert. Mhm. Die würdest du aber unterstützen? Sicherlich. Aber okay, das, also zumindest für mein Verständnis, vielleicht liege ich da ja auch falsch, passt das aber logisch nicht so ganz zusammen. Warum nicht? Naja, wenn du auf der einen Seite sagst, okay, ich sag ja aber nicht, ich heirate mit 14 oder beziehungsweise ich werde ab mit 14 Geschlechtsverkehr haben. Im Gegenteil. Ich muss erst die Frau heiraten, damit ich mit ihr Geschlechtsverkehr haben kann. Und ja, sie muss in einer bestimmten Reife und in einem bestimmten Alter sein. Und vor allem kennen sich auch die Eltern, ne? Man geht ja zu den Eltern hin. Und wenn die Eltern sagen, dieses Mädchen ist nicht in der Lage zu heiraten, dann heiratet diese auch nicht. Ganz einfach. Das wären meine Maßstäbe. Aber zu sagen, ab 14 darf ich Geschlechtsverkehr haben und, keine Ahnung, mit jemandem, der auch über 18 ist, das Alter spielt hier wirklich gar keine Rolle, das erlaubt, ja. Aber Moment, wenn die dann aber geheiratet haben, dann findest du das okay? Wenn die wirklich heiraten und der Mann es ernst meint und es nicht als Kinderspiel sieht, dann ja. Ja. Deswegen ist es bei uns auch kulturell sehr, sehr streng. Vor allem, wenn jemand heiratet, dann trennen die sich auch nicht so schnell. Ne? Mittlerweile sieht es wieder anders aus, aber normalerweise, wenn jemand verheiratet, dann trennen die sich nicht oder sie wird auch nicht ausgenutzt. Sie hat bestimmte Rechte, ja, so wie der Mann bestimmte Rechte hat. Und man schaut, dass sie halt miteinander glücklich leben. Darum geht's ja in einer Ehe. Okay. Man nimmt sie ja nicht kurz sozusagen, ja, und macht dann ihr Zeug damit und danach wirft man sie weg. Nein. Man führt ein Leben mit ihr. Okay. Gut, lassen wir jetzt erstmal so stehen. Danke ich dir sehr. Ich würde tatsächlich mal gerne einmal eine Umfrage starten. Wir sind ja jetzt noch etwas über 300 Menschen hier. Mich würde das mal interessieren. Für alle, die jetzt schon ein bisschen länger zuhören oder zuschauen, das Recht, das islamische Recht bezüglich Hochzeit und Hochzeit, was ja da klar formuliert, okay, ab Geschlechtsreife und geistiger Reife und dass die Eltern zugestimmt haben, ob ihr das gut findet, wenn das hier in Deutschland... Und persönliche Zustimmung. Persönliche Zustimmung, ja natürlich, vorausgesetzt, genau, vorausgesetzt, ja. Ob das für euch in Deutschland hier erstrebenswert wäre oder tolerierbar, akzeptierbar wäre. Ich starte jetzt mal eine Kurzumfrage. Lachender Smiley wäre ja, würde ich akzeptieren, tolerieren, wäre ich dabei. Weinendes Smiley wäre nein. Die Abstimmung läuft eine Minute und geht jetzt los. Würde mich einfach mal interessieren. So. TikTok, wäre es okay, wenn ich vielleicht zu Wort kommen könnte? Weil ich war ja vorhin schon da und dann... Ja, da bist du rausgeflogen, ne? Ja. Nee, ich bin nicht rausgeflogen, ich bin ja rausgegangen, weil ich mit dem nicht reden wollte. Dann ist das dein Problem, da hast du mir jetzt die falsche Antwort gegeben. Aber hast du gesehen, wie er mit mir umgeht, Kinderspielchen mache ich nicht mit, weißt du, jetzt ist es gerade ernsthaft, jetzt sieht man kann auch normal reden, dann passt es auch. Du musst dich einen Augenblick gedulden, jetzt ist erstmal Pilzhut ist erstmal vor dir dran. Okay. Also ich möchte nochmal daran erinnern, 30 Sekunden läuft die Abstimmung noch. Entweder lachendes Smiley oder weinendes Smiley. Ihr könnt auch einfach auf die Symbole draufklicken. Das wird dann auch gewertet. Genau. Hochzeit nach islamischem Recht.
In Deutschland ja oder nein? Genau, so. Ich glaube, wir könnten die... Okay, ich wiederhole sie jetzt nochmal, weil einige das offensichtlich nicht mitgekriegt haben. Gleiche Frage. Genau, Hochzeit nach islamischem Recht hier in Deutschland. Wäre das etwas, was man hier zulassen könnte, nach allem, was wir heute Abend gehört haben? Nochmalige Abstimmung. Ach Dominik, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Du musst doch mal ein bisschen dabei bleiben hier. Du bist doch den ganzen Abend schon hier. Ich erkläre es jetzt nicht zum dritten Mal. So, Pilzhut, sei gegrüßt. Kann ich noch vielleicht eine kleine Frage stellen? Mhm. Auch an diejenigen, die das islamische Hochzeit, also dass sie das nicht hier haben möchten. Warum sie es nicht haben möchten, würde ich gerne wissen. Das haben wir auch heute im Laufe des Abends schon... Nee, ich frage den Chat, sodass ich das mitlesen kann. So, ach so, ja gut, okay, alles klar, okay. Pilzhut, bist noch da? Aber ich finde diese Umfrage auch ein bisschen, ehrlich gesagt, ja, aber natürlich, das ist ja eine Show auch alles hier, ne? Nee, sag, was habe ich falsch gemacht? Das ist extrem, verstehst du, es ist quasi erlaubt, aber was ist quasi vom Gesetzgeber als extrem erlaubt? Nee, es geht um die persönliche Einstellung dazu, unabhängig vom Gesetz. Ob man, wenn es heute die Abstimmung gäbe, nehmen wir das jetzt mal als Wahl, ja, also als Volksentscheid. So, was würdet ihr dann wählen? Das mehr habe ich nicht gemacht. Okay. Ich weiß nicht, also du kannst mich gerne, wenn ich was falsch gemacht habe und die Frage falsch gestellt habe, aber ich... Ach, nicht, das waren nur meine Kunden, aber es spielt ja keine Rolle. Nein, es ist schon wichtig. Also ich will da auch nicht, will da jetzt nicht irgendwie falschen Eindruck erwecken. So, Pilzhut. Ja, guten Abend zusammen. Hey. Und danke, dass du mich hochgenommen hast und einen Chat haben und an alle anderen Gäste. Ich wollte eigentlich dem Sonnenschein ein bisschen beiseite stehen, weil ich finde, es wird halt auch immer schnell, es gibt da zwei Unterschiede. So, man kann halt, man muss nicht unbedingt gegen alle Moslems sein, wenn man den Islam kritisch sieht, weil es gibt nun mal gewisse Gruppen im Islam oder im Islam, die schon eine radikale Meinung vertreten. Und es, also ich weiß nicht, das sieht man oft genug im Fernsehen. Und das ist nicht dann einfach eine Stimmungmache. Es wird immer gesagt, dass man gegen alle Moslems, dass alle Moslems aus Deutschland raus sollen und so. Das ist doch Blödsinn so. Pilzhut, lass uns das nochmal eben konkretisieren, weil du sagst, okay, es wird gesagt, dass gesagt wird. Also, von wem wird gesagt, dass das von wem gesagt wird? Ich fand das eine legitime Meinung vom Sonnenschein und ich fand auch, dass Pilzhut, er das ziemlich Pilzhut, sachlich... Nein, Pilzhut, ich will ja auch gar nicht deine Meinung wegnehmen. Nur wenn du sagst, okay, es wird immer gesagt, dass... Ja, zum Beispiel Worldwide Muslim, der gerade geredet hat. Er redet mit solchen Personen haben wir ja nie ein Problem gehabt oder da hat kein Mensch ein Problem mit. Es geht halt darum, um Moslems, die das anders sehen. Es gibt ja aus islamischen Ländern, gibt zum Beispiel, wie heißen die nochmal, die Imame oder die dann im Fernsehen beiträgen, wie der Koran und die Suren zu verstehen sind. Und da haben die sich dran zu halten. Und ich weiß nicht, wenn ich ein Beispiel noch bringen dürfte, der IS damals. Da sagen mir viele Moslems, das sind Moslems. Die haben nichts mit dem Islam zu tun. So. Aber der IS sagt genau andersrum, die sind keine Moslems. Und es gibt nun mal den IS und es gibt nun mal solche Moslems, die so eingestellt sind. Und wir haben seit 2015 das Problem, dass tausendfach illegale Einwanderung stattgefunden hat. Und mit dieser Bevölkerungsschicht haben wir ein Problem und werden wir auch noch Probleme kriegen. Und ja, aber woher weißt du denn, ob alles Muslime sind, Pilzhut, die da einwandern? Genau, und dann wäre jetzt auch nochmal die Frage, also du hast jetzt von einer Bevölkerungsschicht gesprochen. Was meinst du damit? Was für eine Schicht ist das? Welchen Namen würdest du dieser Schicht geben? Ja, das ist überwiegend aus muslimisch oder radikal muslimischen Ländern sind.
wie Syrien, Irak und wo der IS damals halt gewütet hat, sage ich jetzt mal. Und das sind halt überwiegend Moslems, aber das bedeutet noch lange nicht, dass alle Moslems so sind. Aber Moment mal, Pilzo, du hast es auch gerade gesagt, du hast ja vorhin auch den IS angesprochen. Also, du sagst irgendwie, okay, ja, dass dann in verschiedenen Ländern, Dankeschön Dominik, da dann der IS dann teilweise dann für einen bestimmten Zeitraum die Kontrolle übernimmt und dass dann tatsächlich total viele Muslime aus diesen Ländern fliehen, hierhin. Was sagt dir das? Ja, das sagt mir, dass diese Muslime das auch nicht akzeptieren und das auch nicht haben wollen. Und mit diesen Muslimen hat doch kein Mensch ein Problem. Das wird immer so dargestellt, als ob man gegen alle Moslems was hätte. So. Moslems, die das ablehnen, sind doch überhaupt gar kein Problem. Das sind doch, die haben doch einen normalen Menschenverstand, sage ich jetzt mal. Okay, aber Moment, du wirfst ja jetzt tatsächlich radikale Muslime mit den Menschen in einen Topf, die ja hier hingeflohen sind vor den radikalen Muslimen. Tut er doch gar nicht. Nein, genau, das tue ich gar nicht, weil das will ich, das ist auch nicht meine Absicht. Ich rede ja davon, dass eine illegale Masseneinwanderung stattgefunden hat. Ich kann auch sagen, dass ich das falsch verstanden habe. Ich habe keine Ahnung, aber das ist das, weil du ja sagst, okay, es gibt eine unkontrollierte Einwanderung seit 2015. Das hast du ja so gesagt. Ne? So. Wie ich das verstanden habe, genau, das ist für dich ein Problem und das ist auch für dich ein Problem, die Muslime, die hier hinkommen, dass die ein Problem sind. So. Dann haben wir klargestellt irgendwie, dass die dann teilweise dann auch vor radikalen Muslimen dann auch fliehen und vor dem Krieg fliehen. Über die rede ich eigentlich gar nicht. Also ich rede ja davon, dass sich jetzt mal plump gesagt Schläfer darunter verstecken können, weil wenn ich eine Terrororganisation bin und ich habe die Möglichkeit, gewisse Zellen irgendwo zu platzieren, dann wäre ich ja dumm, wenn ich ein Land habe, was tausendfach Leute unkontrolliert ins Land lässt. Das ist es ja. Die konnten den Pass vor der Grenze wegschmeißen und konnten an der Grenze sich einen neuen Namen aussuchen, eine Herkunft aussuchen und ein Alter wahrscheinlich noch. Und ich will das nicht verallgemeinern. Ich sage nicht, dass alle so sind. Wir tun Leute, die flüchten davor oder vor Krieg flüchten etc., die haben doch alles recht. Und die sind ja auch nicht so, dass die einem verachtend gegenübertreten. Okay. Weil wenn ich mir anschaue, was in deutschen Freibädern teilweise abgeht, das kann man doch nicht wegleugnen. Okay, und das ist doch einfach... Aber wenn man das Thema anspricht, wird man sofort, du redest von allen. Zum Freibad würde ich gerne was sagen, wenn ich darf. Ja, Augenblick bitte. Pilzhut, nicht, dass wir da was durcheinander schmeißen. Also, dass du sagst, grundsätzlich sagst du, illegale Einwanderung ist ein Problem. Das sagst du, ne? Finde ich schon, weil legal der grüne, Entschuldigung, der Eromo, Entschuldigung. Ja. Er sagte ja gerade, dass er sich an das Gesetz halten will. Und das ist ja auch gang und gäbe. Also da halten wir uns alle dran. Und illegale Einwanderung ist ja schon im Namen. Da muss es ja ein Gesetz vorher gegeben haben. Und das ist einfach naiv zu meinen, dass nur Menschen mit guter Absicht in unser Land kommen. Und die Frage ist ja, pass auf, Pilzhut, jetzt bin ich auch wieder auf Kurs, weil wir sind ja heute bei der Frage, liebe Muslime, wollt ihr wirklich Europa erobern? So, und du sprichst jetzt tatsächlich von illegaler Einwanderung. Wir sprechen aber heute im Kern erstmal über den Islam als solchen. Es geht jetzt gar nicht im Kern um illegale Einwanderung. Ja, aber ich finde, das Problem mit der illegalen Einwanderung ist ein muslimisches, weil das Problem, was wir ja hier haben, der IS hat es ja gezeigt, wenn relativ kleine Gruppen die Macht an sich reißen, dann sind auch die gemäßigten Moslems, denen wird dann das Moslemsein abgesprochen. Weißt du, was ich meine? Es gibt doch diese radikale Einstellung von Moslems und nur dagegen äußert man Kritik und dann wird man sofort in die Ecke gestellt, dass man ein Rassist oder ein Faschist wäre und am liebsten alle abschieben möchte und so. Das entspricht aber nicht der Wahrheit. Weil aber auch viele
Arbeitskollegen Moslems, mit denen komme ich super zurecht. Ich war schon auf türkischen Hochzeiten. Damals meine muslimischen Nachbarn haben mich zum Essen eingeladen. Gar kein Problem. Es geht einfach nur um diese Zelle, die radikal ist in dieser Religion. Und leider tun die sich ja aus dem Koran nähren, sage ich mal. Oder die nehmen ja ihre Legitimität aus dem Koran. Und das so. Okay, ja. Ich bin jetzt tatsächlich fragentechnisch im Moment, fühle ich mich so ein bisschen auf dem Glatteis. Deswegen würde ich einfach mal das, was du jetzt gesagt hast, kurz in die Runde geben. Enorm, und du wolltest was dazu sagen, und dann würde ich dann. Genau. Ja, Augenblick, Normo, bitte. Zwei Punkte, ich versuche es ganz kurz zu machen, Dr. Schagi. Das erste ist, Pilzhut, Übergriffe im Freibad gab es zum Beispiel auch von Neonazis, hat hier keinen interessiert, war kein Thema. Wir haben immer wieder Übergriffe im Freibad für Menschen, die sich nicht benehmen können. Mir ist das zu kurz gesprungen, das an einer Religion festzumachen, und es ist auch einfach gefährlich, es immer wieder an einer Religion festzumachen oder an einer Herkunft. Zweiter Punkt, wenn Menschen flüchten, wenn Menschen vor Armut, vor Krieg flüchten, glaube ich nicht, dass ihr erstes Ansinnen ist, wenn sie in ein Land kommen, dass sie hier die Scharia verbreiten möchten oder dass sie in irgendeiner Form hier Unfrieden in das Land bringen, sondern sie sind in erster Linie erstmal aus Not und Elend in die Sicherheit geflohen, und sie haben ein Interesse daran, dass sie ein gutes Leben für ihre Lieben aufbauen wollen. Das müssen wir uns doch einfach mal klar machen. Egal, was mich hier in Deutschland bewegt, wenn ich von hier flüchten müsste, ich hätte doch ganz andere Probleme, wenn ich in ein anderes Land komme, als dort meine Probleme mitzubringen oder meine Themen mitzubringen, die ich hier irgendwie etablieren möchte gesellschaftlich. Also das ist immer so eine verkürzte Darstellung, als ob alle Menschen, die kommen, eine Gefahr sind, und vor allem auch, als ob das irgendwie so wäre, dass nur Menschen aus den muslimischen, arabischen Ländern herflüchten. Mensch, wir haben so viele Leute, die vom Balkan hierher flüchten. Wir haben so viele Leute, die aus der Ukraine hergeflüchtet sind. Wir haben einfach mal 80 Millionen Flüchtlinge auf der Welt, die unterwegs sind. Und immer so zu tun, als wären das 80 Millionen gefährliche Menschen, das ärgert mich halt sehr. Das sind Menschen in Not. Ja, ich, das, also danke, dass du dann ein Beispiel dafür bringst, was ich die ganze Zeit versuche zu erklären. So, ich habe die ganze Zeit versucht zu erklären, dass das nicht meine Aussage ist oder mein Anliegen. Und du sagst mir jetzt genau das, dass 80 Millionen Flüchtlinge auf der Welt nicht alle böse Moslems sind. Das habe ich doch auch nie behauptet. So, es reicht aber, und ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Schlagzeilen in der Zeitung gelesen von radikal oder großen rechtsradikalen Gruppierungen, die durch Freibäder sich prügeln, und was wir die letzten zwei Jahre alle für Bilder aus den deutschen Freibädern gesehen haben, das ist doch was völlig anderes, oder? Man kann doch nicht wegleugnen, dass wir Fehler gemacht haben, dass wir gesagt haben, die Grenzen sind auf und jeder kann hier reinkommen. Jeder kann hier reinkommen. Und nicht nur Leute, die wirklich wegen Krieg flüchten. Okay, nochmal die Frage jetzt. Das stimmt aber nicht. Wir besprechen jetzt heute im Kern die islamische Frage. Also ist das, was sich jetzt in den Freibädern abgespielt hat, und die Bilder haben wir sicherlich, denke ich, alle im Kopf, ist das dann für dich ein typisches muslimisches Problem? Also da waren viele Moslems dabei, und wenn ich... Ja, aber das ist doch unislamisch. Das macht gar keinen Sinn. Ja, das weiß ich ja. Ich weiß sogar, dass... Ja, was hat es da mit dem Islam zu tun? Ja, Warum ist doch unislamisch? Darf ich bitte ganz kurz endlich? In Sure 33, Vers 59 steht zur Verhüllung der Frau. Guck mal, ich bin vorhin rausgegangen, weil der Typ echt ein No-Go ist. Ich habe vorher schon mit ihm Kontakt gehabt, und der hat mich von A bis Z beleidigt gehabt. Deswegen bin ich runter. Also bitte nicht übel nehmen, Host. Zu Sure 33, Vers 59, das ist die Verhüllung der Frau. Da steht drinnen, ich zitiere, und ich rede eigentlich immer gerne mit Beweisen, und ich würde auch eigentlich gerne die Kamera anmachen, wenn das gehen würde. Wenn das okay wäre. Ja, aber was hat es jetzt mit dem Schwimmbad zu tun, wenn ich dich fragen darf? Gut, okay, dann erzähle ich es ohne Kamera. Prophet, sag deinen Gattinnen und deinen Töchtern und den Frauen der Gläubigen, sie mögen einen Teil ihres Überwurfs über sich herunterziehen. Und jetzt kommt das Problematische.
so werden was, sie was, eher... Was, was, so was, was werden, das Gucken schon oder? Wieder beginnt. Ich kann nicht ausreden. Warum redest du über den Islam gerade? Weil die Frage doch über den Thema ist doch der Islam. Wir gerade über den Schwimmbad am Reden. Thema ist doch gerade Islam und ich zitiere meine Güte. Was für ein Beweis willst du denn aus dem Koran holen? Nein, sag mir doch mal. Was hat sich mit dem Schwimmbad? Lass mich doch einfach mal reden, dann weißt du, was ich sagen will. Nein, guck mal, du kommst hier rein. Wie lass mich doch einfach reden, damit du weißt, was ich sagen will. Du weißt doch gar nicht, was ich sagen will. Maslim, lass ihn mal bitte ausreden einmal. Das ist unglaublich, schon wieder. Man kann nichts sagen, immer heulen sie rum. Also, zur Sure 33, Vers 59. Da steht, die letzte Zeile ist die problematische. So werden sie eher erkannt und jetzt kommt's und nicht belästigt. Kein Mensch sagt, dass die Leute, die wo hierher kommen, 80 Millionen, 100 Millionen, 150 Millionen, dass die Kriminelle sind. Es sagt niemand. Aber wir haben Länder wie Afghanistan, wo es 99% Zustimmung zur Scharia gibt. Und dort kommen Leute hierher, die ein anderes Frauenbild haben. Ich bin selber Ex-Moslem. Ich war 36 Jahre lang Moslem. Ich musste meinen Namen ändern. Ich musste an einen Ort ziehen, wo mich niemand kennt, weil ich so viele Morddrohungen hatte. Genauso wie es Hamed Abdel-Samad auch gesagt hat. Und ich würde auch gerne ein paar Sachen wirklich zeigen, weil ich eigentlich gerne immer nur mit Beweisen spreche. So. Du kannst gerne die Kamera anmachen, aber schau mal, ihr stellt euch das alles immer so, keine Ahnung vor, aber schaut mal das an. Schutz für Kinder, tödliche Praxis, täglich sterben 60 Mädchen an den Folgen von Frühverheiratung. Denkt ihr, das ist ein Spaß? Schaut ihr euch das mal an, wie es aussieht. Okay. Oder das ist unislamisch. Schau mal, wie sie gezwungen wird. Okay, schau mal, es ist islamisch. Ich zeige dir, ich möchte zeigen, dass es auch islamisch ist. Dr. Schick, ich möchte zeigen, dass es islamisch ist. Digga, der ist radikal, ich schwöre. Willst du Beweise haben oder nicht? Dr. Schick, radikaler Fanatiker. So, pass auf. Dr. Schick. Dr. Shake. Willst du Beweise oder nicht? Das bringt so nichts. Dr. Shake, hörst du mir zu? Willst du Beweise oder nicht? Dr. Shake, hörst du mir zu? Jetzt hör ich zu. Willst du Beweise oder nicht? Dr. Shake, so funktioniert das nicht. Dr. Shake, so funktioniert das nicht. Pass auf. Nein, Dr. Shake. Warte, mein WLAN ist schlecht, deswegen muss ich kurz auf 5G gehen. Sorry. Ich habe bei dir kam es immer verzögert. Sorry, ich habe WLAN ausgemacht. Oh, jetzt. Dr. Shake, pass auf. Dass du tatsächlich deine Probleme mit dem Islam hast, das haben wir ja jetzt soweit verstanden. Und dass du gerne oder dass du wahrscheinlich tonnenweise Material für uns hast oder hättest im Zweifel, um uns das klar zu machen, das ist uns allen, denke ich, hier klar. Wir müssen nur. Weil aber wir es ist doch gerade das Thema. Pass auf, Dr. Shake, wir führen ja aber eine Diskussion mit ganz vielen Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Deswegen würde ich an dieser Stelle da tatsächlich einen Punkt machen. Dass du ein Problem mit Islam. Kannst du mir ganz kurz nochmal dein Thema für heute nennen? Du, das Thema steht. Was direkt, war dein Thema heute? Das Thema steht direkt über. Ja, genau darauf gehe ich doch ein, verdammt doch mal. Willst du Beweise oder nein? Dr. Shake, wir haben es doch verstanden. Willst du Beweise oder nicht? Dr. Shake, das bringt so nicht. Du willst keine Beweise, oder? Das hat keinen Zweck. Also, Dr. Shake, ich sagte das jetzt nochmal. Ich habe dich jetzt nicht rausgeschmissen wegen deiner Meinung. Wir hätten da sehr gerne vielleicht noch das ein oder andere von dir gehört. Aber an dem Punkt bist du einfach nicht zugänglich. Das hat so keinen Wert. Da machen wir keinen Meter über Grund. Deswegen würde ich sagen, brechen wir das an der Stelle hier heute ab. So. Ahadun, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ist korrekt. Hallo. Guten Tag, guten Morgen. Ich bin schon so lange hier drin. Liebe Muslime, wollt ihr wirklich Europa erobern? Die Frage ist eine sehr gute Frage. Vielmehr, wir können nicht Europa erobern, das wird gar nicht funktionieren, das kann gar nicht gehen. Vielmehr sollte die Frage heißen, liebe Muslime, wird der Islam Europa erobern? Denn nichts wird geschehen, außer das, was halt Gott möchte, was Gott will. Also wir können gar nichts machen.
Und nochmal zu Enormo ganz kurz. Also ich finde das, was Enormo gesagt hat, finde ich wirklich... Okay, Adun, stopp. Ja, sorry. Genau. Also, weil du jetzt tatsächlich Gott das Wort redest, ist jetzt die Frage, was ist denn deiner Wahrnehmung nach Gottes Plan? Nee, das kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Moment, bezüglich des Islams. Ja. Ist es Gott wohlgefällig, wenn sich der Islam verbreitet auf der Welt? Naja, deswegen sind da die drei Welt, also die drei Religionen sind ja deswegen da. Also um ja, die Religion verbreitet. Bezüglich jetzt Islam. Wir reden jetzt über den Islam. Magst du gerade nochmal die Frage nochmal wiederholen? Ich setze mich gerade näher ans Internet oder halt zum Internet. Ist es Gott wohlgefällig, wenn sich der Islam auf der Erde verbreitet? Mit der Frauenherrschaft, ja. Tut es doch schon. Wir reden ja auch schon mit euch. Muslim, also ich spreche mit Aaron. Achso, sorry. Ja, natürlich, definitiv mit der frohen Botschaft, mit schönen Nachrichten und so. Also wir dürfen niemanden die Religion nicht aufzwingen, das dürfen wir nicht. Genau, Adun, okay, wenn es Gott wohlgefällig ist, wenn er sich das jetzt angucken würde bezüglich Europa, würde ihm das gefallen, die Entwicklung der letzten Jahre bezüglich der Ausbreitung des Islam? Will ich gar nicht sagen, weil ich bin dazu gar nicht befugt, sowas zu sagen, denn das weiß nur Gott und ich möchte da nichts irgendwie sagen. So, ich bin ein sehr gläubiger Mensch, ich glaube daran, dass es alles, was geschieht, also alles, was auf der Welt passiert, ist Gottes Wille. Das brauchen wir auch gar nicht irgendwie. Also so denke ich, das ist meine Meinung. Dass die Religion, dass der Islam die schnellst wachsende Religion ist auf der Welt, das ist auch wissenschaftlich bewiesen durch Statistiken. Das ist auch nicht zu verneinen und auch kein Geheimnis. Das kann man sich auch durchlesen und reinlesen. Wie gesagt, wir dürfen niemanden die Religion nicht aufzwingen. Das dürfen wir nicht. Ja. Wir können als Muslime auch nicht den Europa erobern. Es wird gar nicht gehen. Es funktioniert nicht. Wie soll es denn gehen? Sollen wir damit jetzt, also wir können nicht schlecht mit Schwertern und Schildern rausgehen und jemanden jetzt von Tür zu Tür gehen und sagen, so, ihr seid jetzt Muslime oder wie so und so. Es wird nicht funktionieren. Es geht nicht. Okay. Ja, politisch würde es gehen. Muss ja nicht immer Kampf sein. Okay. Dann die nächste Frage an dich, Adun. Ein Staat, in dem die Scharia gilt, und zwar nur die Scharia. Ist das für dich ein Staat, der erstrebenswert ist? Ist ganz schwierig zu sagen, weil ich habe noch nie in einem Staat gelebt, wo die Scharia präsent war. Deswegen kann ich dazu auch nicht viel sagen. Weil wenn ich was dazu sagen würde, wäre es falsch, weil ich mich da nicht auskenne. Ja. Okay. Warum hast du dich zu dieser Thematik heute gemeldet? Zu der Thematik, ich habe jetzt sehr lange zugehört, auch was Enormo gesagt hat, das ist einfach viel mehr, also ich als Muslim habe viel mehr Angst vor anderen, zum Beispiel von AfD-Anhängern, von Neonazis, von dieser Partei, von der Gruppierung, weil ich 2 Jahre beim Bund war, ich habe 2 Jahre Deutschland gedient und was ich dort erlebt habe, war wirklich schrecklich, wirklich ganz, ganz schrecklich, das kann ich so sagen, denn ich habe Erfahrungen durchgesammelt. Ich habe ganz oft am Bahnhof gehört, ach, der scheiß Muslime, guck ihn dir an und was weiß ich und hast du nicht gesehen und auch vor die Füße gespuckt und fragt man sich da wirklich so, was schief läuft oder was falsch läuft. So, wir Muslime sind hier, wir möchten keinem etwas Böses oder auch, ich weiß nicht, jetzt der Wrong Way, der Name war auch allein schon von dem jetzt vorhin gar gewesen ist, vom Dr. Sheikh, wrong Way by Hell oder to Hell by Mohammed oder irgendwie gewesen. Ich finde sowas auch wirklich schrecklich, dass auch irgendwie gesagt wird, dass der Islam so Frauen unterdrückt und was weiß ich, und hast du nicht gesehen, die Frau hat bei uns im Islam einen höheren Stellenwert als der Mann. Also wir respektieren Frauen. Wir dürfen Frauen nicht anfassen, wir dürfen Frauen nicht anpacken, nicht aus dem Grund, weil Frauen nicht, also keinen Wert haben für uns, sondern einfach aus dem Grund, weil eine Frau für uns heilig ist. Wir dürfen gerade mal, also selbst mit einer Frau zu sprechen, ist schon... Wir respektieren die Frau so sehr, dass wir nicht mal mit der Frau reden wollen. So, wenn wir uns schämen, halt vor der Frau. Ja. Und dann gibt es Extreme, die dann sagen so und so und dann irgendwelche Beweise von irgendwelchen Seiten irgendwie herbeirufen oder irgendwie suchen, irgendetwas oder irgendwas finden, was gar nicht so der Wahrheit entspricht. Wie gesagt, also was Enormo gesagt hat, unterschreibe ich. Ich habe viel mehr Angst, also wenn ich jetzt Christ wäre, hätte ich viel mehr Angst vor der AfD hätte ich als Christ viel mehr Angst vor der AfD, weil die AfD genau das vertritt, was in Deutschland herrscht. Religionsfreiheit, du darfst entscheiden, was du für eine Religion angehörst.
Das versucht die AfD wirklich zu unterbinden. Das merkt man auch mit den ganzen, halt mit den Plakaten, die sie halt aufhängen. Sagt Nein zum Hijab oder sonst etwas. Es ist völliger Schwachsinn, weil du hast in Deutschland hast du auch das Recht zu tragen, was du willst. Meinungsfreiheit ist so eine Sache an sich. Ob das so in Deutschland noch so, also für mich, ich weiß nicht, das was ich jetzt in letzter Zeit gesehen habe, wegen als Meinungsfreiheit, ist fragwürdig, sehr fragwürdig. Ja. Lass mal so stehen. Danke ich dir, Hanadun. Simon, möchtest du noch was dazu sagen? Ja, sehr gerne. Ja, ich möchte mich auch den Bruder anschließen. Und zwar, wir sind einfach nur froh, wenn wir irgendwo, egal wo auf der Welt, ne, die Religion ausüben können. Eroberungsfantasien oder sonst was, Quatsch. Jeder denkt doch eigentlich um sein Leben so Existenzsicherung, ne, und dann vielleicht Selbstverwirklichung. Worum geht's denn im Leben? Dass man das Minimum hat. Ne? Brot, Wasser, Dach über dem Kopf, eine Familie, Sicherheit. Ja. Und dann eventuell Hobbys nachgehen, etc. Und die Gefahr von irgendwelchen religiösen Minderheiten, die eine Endzeit wollen, oder es gibt ja verschiedene religiöse Ansichten, die alle, wenn man da richtig sich tief da akribisch reinversetzt, ne, da kriegt man natürlich auch Angst, ne, Armageddon-Fantasien etc. Wer will denn das? Wer wünscht sich das? Wir wünschen uns doch alle, ins Freibad zu gehen, sicher, und natürlich, dass wir nicht begrapscht werden. Das kann doch nicht sein, dass man hier meint, hier aus irgendwelchen Zeilen zu lesen, dass man Frauen begrapschen darf. Klar, dass Männer belästigen, Männer sind Schweine. Männer sind asoziale Schweine. Ja. Unabhängig. Entspann dich ein bisschen. Heute irgendwie hat TikTok, glaube ich, einen lockeren Finger, was Meldungen angeht hier und Sperren. Aber ich glaube, es ist so Männer. Abgesehen davon, egal welchen Geschlechts, das stimmt. Aber Männer verhalten sich in der Regel meistens unangemessener als Frauen, wenn sie eine gewisse Hemmschwelle verlieren. Ja, Frauen können natürlich genauso aufdringlich sein, aber in der Regel sind Männer gefährlicher, sage ich mal, als Frauen. Ja, und Männer sollten niemals Frauen belästigen. Und Frauen sollten sich natürlich selbst auch schützen, sollten auch in der Lage sein, sich zu schützen. In welcher Form das auch ist, ob das jetzt Selbstverteidigung ist oder sich auch der Gefahrenzone nicht unbedingt zu begeben. Ja. Aber Fakt ist, die Welt wird nicht von religiösen Minderheiten bedroht, sondern die wahre Gefahr ist in jedem eigentlich, wenn er genau guckt, ganz klar ersichtlich. So, ich verstehe es gar nicht, warum man den Islam, der schert sich eigentlich, wenn man doch will, ne, oder die religiösen Führer dieser Welt, wenn man die jetzt irgendwelche Muftis oder so mitträgt, die scheren sich gar nicht um Europa oder Deutschland. Keiner interessiert sich für Deutschland, wenn ich das so sagen darf. Die Deutschen schon, das ist auch gut so. Die Deutschen sollten sich für Deutschland interessieren und gucken, dass es Deutschland gut geht. Aber das Problem ist nicht der Islam. Der Islam war niemals sehr eine Bereicherung, wirtschaftlich sogar. Ja, ob das jetzt hier der Binnenmarkt zwischen den Muslimen ist, ist ja auch ein wirtschaftlicher Faktor, der zum Wohlstand Europas, Deutschlands beiträgt. Oder überhaupt auch der Markt, der muslimische Markt auf der Welt. Natürlich kann man sagen, nee, wir wollen mit euch nichts zu tun haben und uns von 2,5 Milliarden Menschen abschotten, aber das ist doch nicht Sinn und Zweck einer menschlichen Entwicklung. Überleg mal die Seidenstraße. Wenn man so überlegt, so eine Geschichte, natürlich müssen verschiedene Kulturen zusammen wirtschaften und auch in Austausch kommen, ja. Und natürlich beeinflusst man sich gegenseitig, was ich vorhin schon sagte. Ja, es gibt Wörter, die zum Beispiel aus dem Arabischen kommen oder Wörter, die aus dem Deutschen kommen ins Englische, weil man sich gegenseitig beeinflusst und denkt, ach, auf den Gedanken kam ich noch gar nicht. Danke euch. Wie nennt ihr das in eurer Kultur, in eurem Volk? Ja, welches Wort habt ihr dafür? So nennt ihr das. Guck mal, wie jetzt das Wort Fitna. Ich finde das eigentlich witzig und gleichzeitig lächerlich, dass zum Beispiel manche, die sich vor dem Islam fürchten, die ganze Zeit so Wörter wie Fitna und so benutzen, so, weißt du? Zwingen sich selber so eine Sprache an, die gar nicht deren Kultur ist, und sagen, die werden davon bedroht. Die finden das eigentlich cool. Jeder sagt Inshallah, Alhamdulillah, Sido macht ein Lied. Ja. So ist das auch. Wir sollten voneinander lernen und nicht unbedingt uns einander fürchten. Den einen oder anderen, der, wo du merkst, der kommt mir krumm und der könnte eine Gefahr für mich sein. Klar, fürchte ihn, wenn nicht sogar melde ihn, wie das hier beim TikTok geschieht auch, ne? Mit dem gegenseitigen Melden. Aber
ich weiß nicht, diese Gefahrensuche. Ich finde jetzt zum Beispiel diese Weltkriegsszenarien, ja, das ist kein muslimisches unbedingt Problem. Auch wenn die Palästinenser Muslime sind, auch Christen, auch Druiden. Drusen, Druiden, ich weiß gar nicht mehr, wie man die nennt. Bin jetzt viel zu müde. Aber auf jeden Fall dieses Weltkriegsszenario, was uns jetzt viel mehr bedroht. Ey, hallo? Da sind doch nicht die Muslime oder die Einwanderer dran schuld. Oder der Islam an sich. Ja, es geht einfach um territoriale Konflikte, die mit enormer Waffengewalt gelöst werden. Ja? Und diese Waffengewalt ist auch kein muslimisches Problem, dass da Kinder sterben von Bomben oder so. Dass man das gesamte Schlechte immer beim Islam sucht, verstehe ich einfach nicht. Kann ich nur ganz kurz was sagen zum Abschluss? Dann, sonst vergesst es wieder. Ich wollte es vorhin noch schon sagen. Genau, Marc, dann, genau. Gerne. Ja. Nochmal zum Thema Schwimmbad. Wirklich an jemanden, der sich Muslim nennt, an jemanden, der sich jemanden, der sagt, dass er zum Islam gehört und meint, irgendwelchen Frauen hinterher zu schauen, weil das ist auch schon sexuelle Belästigung, wenn eine Frau hinterher zu schauen, obwohl sie es nicht möchte. Jemand, also als Muslim, also jemand, der dem Islam angehört, einer Frau hinterher zu schauen oder einer Frau hinterher zu pfeifen, allein das schon, oder eine Frau mein anzufassen oder sonst was, kann ich ganz klar sagen, das ist Schande. Also man sollte sich schämen dafür. Weil, wie gesagt, eine Frau hat so einen großen Stellwert, eine Frau so, ohne die Frau würden wir gar nicht existieren, mal davon abgesehen so. Und dass man das nicht respektiert und sich dann noch auch Muslim nennt und dann meint, Frauen hinterher zu pfeifen und Frauen anzufassen, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Rein gar nichts, nichts. 0,0%. Und jemand, der sagt, dass er Muslim ist, dass er dem Islam angehört und dann so etwas macht, sie sollte sich schämen, ganz einfach. Das gehört sich nicht. Das, auch egal, welche Religion, ob Jude, ob Christ oder sonst wie irgendetwas. Frauen, wirklich Frauen, das ist das Beste, was auf dieser Welt gibt. Und ohne die Frau funktionieren wir gar nicht. Also würden wir gar nicht leben, so davon abgesehen, wie gesagt. Das wollte ich nochmal gesagt haben. Also an die Frauen, lasst euch nicht unterkriegen, lasst euch nichts sagen. Ihr seid top, ihr seid mega, so wie ihr seid. Und ja. Ja. So, jetzt darf ich auch noch mal was dazu sagen. Ich persönlich zum Beispiel wechsle die Straßenseite. Wenn ich sehe, da kommt eine Schwester, also eine Frau, für mich sind alle Frauen Schwestern, ne? Eine blonde Schwester kommt für mich mir entgegen. Ich wechsle die Straße, damit sie sich nicht belästigt fühlt. Ich gucke sie nicht an. So gehört sich das, ja? Das ist normale, eigentlich Menschenverstand. So sollte das sein. Warum sollte ich da extra an ihr vorbeigehen? Und dann weiß man, das ist nachts, sie hat Angst, dunkel so. Extra da hinterher und so, das ist... Kurze Frage. Ja. Das sind die Blicke. Wenn ich kurz eine Frage stellen darf, weil wenn ich jetzt als Ungläubiger in der Scharia leben würde oder wenn die Scharia hier herrschen würde, dann würde es doch so sein, dass ich die Steuer bezahlen müsste, wenn ich meinen Glauben nicht ablegen oder nicht konvertieren möchte. Und wenn mir dann muslimische Bürger entgegenkommen, dann müsste ich als Steuerzahlender die Straßenseite wechseln und Platz machen. Also das war Apartheid, mit dieser Straßenseite wechseln für andere. Das war eine Apartheid in Südafrika. Ich kann dir das nicht historisch sagen, wie das in der Vergangenheit war, ob da jetzt wirklich der Jeside oder Jude oder Christ die Straßenseite wechseln musste. Faktisch, Steuern müssen alle zahlen, die in einer Staatsgemeinschaft leben. Ja, ja sicher, aber ich muss ja diese Jizya zahlen. Das ist ja die Strafsteuer oder wie auch immer. Das ist einfach eine Steuer. Das sind verschiedene Höhen. Ja, der eine kriegt die, das. Ich muss, weil ich den Glauben nicht annehmen möchte. Weil ich meinen Glauben behalten will. Und das, und dann heißt es ja immer, es gibt keinen Zwang im Islam. So, das ist aber für mich eine Art Zwang. Wenn mir gesagt wird, entweder du nimmst den Glauben an oder du bezahlst eine Steuer. Nein, die Muslime bezahlen Steuern. Du redest gerade über eine Staatsgemeinschaft. Du redest, wenn es eine Scharia gibt, dann gibt es einen Staat, der das ausübt. Da gibt es quasi einen Richter und Polizei und ja genau, gab es ja schon mal Scharia-Polizei. Ich würde gerne auch noch mal was sagen, bitte. Ja, ich möchte es gerne nur einmal ausführen. Da lebt es ja in einem Staat. Und der Staat, der fordert Steuern. Natürlich kannst du sagen, Steuern sind ungerechtfertigt, allgemein. Was will der Staat von mir Steuern verlangen? Aber da gibt es jemand, der verlangt Steuern. Kannst du gerne widersprechen, würde ich nicht. Und die Höhe der Steuern bestimmt der Staat. Und wenn du 5% zahlen musst, dann musst du 5% zahlen. 42%, dann musst du 42% zahlen. Ob das jetzt ein atheistischer Staat ist oder ein christlicher oder ein muslimischer, spielt eigentlich keine Rolle. Staaten fordern Steuern.
Außer so manche superreichen Staaten, die fordern keine Steuern. Ja, aber so in Deutschland und du darfst deine Religion oder deinen Unglauben behalten. Natürlich, wenn es ein Gesetz gibt, was zum Beispiel Gotteslästerei verbietet, solltest du nicht Gotteslästerei betreiben. Du kannst in deinem Kopf denken, das ist das doch. Eins kann mir keiner nehmen, ja, und das ist die Lust am Leben. Und dann kannst du in deinem Kopf denken, was du willst. Du kannst ketzerisch denken, heidnerisch, was du willst, sprich es nur nicht aus. Tritt anderen nicht vor die Füße, nicht vor Schienbein, dann tritt dir keiner vor Schienbein. So ist das halt in der großen, weiten Welt. Ja. Ich würde gerne noch einmal kurz auf Dominik eingehen, bevor ich dann mach keinen Fitner, den dann gerne in Diskussion reinnehmen möchte. Dominik, du hast noch Glück gehabt. Ich habe dich für 5 Minuten gestummt, weil du rassistischen Mist geäußert hast. Ich sag das jetzt einfach mal. Indem du gesagt hast, okay, alle Einwanderer, ja, und das hat auch nichts irgendwie damit zu tun, ob du hier spendest oder nicht. Das heißt irgendwie nicht, dass du irgendwie alle Einwanderer pauschal irgendwie als potenzielle Vergewaltiger irgendwie hier titulieren kannst, weil, ich zitiere dich, die ja alle Testosteron haben. Also du hast echt Schwein. Du hast echt Schwein irgendwie, dass ich dich nur 5 Minuten gestummt habe. Also du hast es echt noch gut erwischt. Also entspann dich. Okay. So. Sick, wenn ich nochmal. Dankeschön. Also erstmal, Sick, vielen Dank. Ich finde das sehr, sehr gut, dass du das klar begrenzt an der Stelle. Ohne Ansehen dessen, was hier an Spenden reinkommt. Und ich wollte vielleicht, also das ist deine Entscheidung, Sick, einfach mitteilen nochmal, das kannst du ja überdenken, wenn ich jetzt noch kurz mein Statement abgebe. Chrissy hat jetzt mehrfach darauf insistiert, dass glaube ich, Ahadun noch mal was sagt und Servan, wie ich verstanden habe, oder Servan, Entschuldigung, wenn der Aussprache jetzt nicht passt, zum Thema Homosexuelle, wie sie dazu stehen, aber das ist deine Entscheidung, du schüttest im Kopf, okay, und ich wollte bloß, dass ich das gesehen habe, Chrissy, einfach deutlich machen, und jetzt wollte ich noch einfach sagen, Ahadun und Servan, ich danke euch wirklich sehr, weil gerne, ich weiß, was du sagen willst, habe ich gerne gemacht, das ist auch die Wahrheit. Dass ein ganz großer Respekt vor Frauen vorhanden ist, auch natürlich von muslimischen Männern, genauso wie es christliche Männer, jüdische Männer gibt, die einen ganz großen Respekt vor Frauen haben. Und ich finde, das Letzte, was gesagt wurde, dass man sogar die Straßenseite wechselt, das finde ich besonders bemerkenswert, einfach deshalb, weil ich mal vor ein paar Monaten einen Bericht gesehen habe, da ging es genau um dieses Thema auch, wie auch Männer im Alltag Dominanz gegenüber Frauen ausdrücken. Allgemein Männer, ne? Allgemein wie Männer Alltagsdominanz gegenüber Frauen ausdrücken, und dass zum Beispiel auch dadurch deutlich wird, wie sie Frauen entgegenkommen auf einem Weg, dass sie sich den Raum nehmen und in der Regel die Frau ausweicht. Und wenn ich das dann höre, wie du es gerade geschildert hast, Sarah, dass man die Straßenseite wechselt, weil man der Frau gegenüber Respekt zeigen möchte, weil man sie respektieren möchte durch sein Auftreten, dann kann ich nur sagen, wirklich Chapeau, da verneige ich mich davor. Wenn wir nur mehr Männer hätten, die dem folgen würden, was du gerade ausgeführt hast. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Danke. Alright. Nochmal irgendwie an Dominik. Nein, du hast das nicht für alle Männer gesagt, sondern du hast das ganz spezifisch irgendwie auf Menschen, die hier einwandern, irgendwie, ob legal oder illegal. Das hast du darauf bezogen. Ich habe mir das schon sehr genau angeguckt. So, letzter Gast hier heute in der Runde. Genau, an alle, die jetzt in der Warteschleife hängen. Es tut mir leid, auch für mich ist 4:30. Ich leite jetzt seit 6 Stunden hier die Diskussion. Ich bin fertig, ich kann nicht mehr. Genau, deswegen an alle, die jetzt gewartet haben, tut mir leid, nächste Mal vielleicht dann. Ja, doch, Dominik, hast du geschrieben, und da diskutiere ich jetzt auch nicht mehr mit dir darüber. Kann ich nach Marc antworten, eventuell? Also auf Enormo, weil er. Nein. Wirklich, ich bin fertig, Jungs. Es tut mir leid. War aber eine super Diskussion. Mach keinen Fitner. Bist noch da? Der ist schon gar nicht mehr da. Der Bruder schläft. Genau, der Bruder schläft. Ja, eingeschlafen. Darf ich dann antworten, oder? Dann darfst du jetzt, ja. Also, Enormo,
Ich sehe es immer so, habe ich wirklich gerne gemacht. Das ist auch, das habe ich nicht gesagt, um irgendwie gut dazustehen oder sonst wie irgendetwas. Das habe ich gesagt, weil man, es ist so ein Ding, das muss man aussprechen. Die Frau, ich sag das, ich kann es noch 100.000 Mal sagen, dass die Frau einen bemerkenswerten Stellenwert, also eine bemerkenswerte Position im Islam hat. Die Frau hat im Koran eine eigene Sure, und das haben nicht mal wir Männer. Und das mit der Straßenseite wechseln, das ist mal abgesehen von der Religion jetzt, rein menschlich gesehen, dass wie du einer Frau entgegenkommen solltest, das ist genau das, was Servant gesagt hat. Das ist einfach wirklich, es ist einfach so. Weil wir Männer, wenn wir abends irgendwem entgegenkommen, wir haben keine Angst. Aber da die Frau auch weiß eventuell, dass sie vielleicht schwächer ist, also ich will keine Frau jetzt angreifen, da die Frau vielleicht auch für sich selber sagt, hey, ich bin vielleicht schwächer oder ich bin nicht so wie ein Mann, dass sie dann diese Sorge hat, diese Angst hat und dass sie sich vielleicht auch wünscht selber, dass jemand die Straßenseite wechselt. Es ist einfach genau das, ist auch genau das, was vielleicht die Frauen sich wünschen, wie gesagt. Warum trägt sie dann Kopftuch? Das mit der Kopftuchfrage. Das passt Frau, mir jetzt nicht mehr auf. Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist schon wieder sowas, so eine Frage. Also wie gesagt, enorm, wirklich, das ist genau das, was die Frauen noch verdienen, wie wir der Frau auch entgegenkommen sollten, für das, was eine Frau leistet im Alltag. Finde ich auch sehr schade, dass es zu wenige Leute machen. Alright. Dann würde ich sagen, beschließen wir die Runde für heute. Und Dominik nochmal. Vielleicht bist du ja morgen zugänglich für das, was ich dir jetzt sage oder das, was ich dir gesagt habe, die letzten 10 Minuten. Du hast es so gesagt und ich weiß, dass du hier Stammgast bist und ich weiß auch, dass du zwischendurch spendest und deswegen hast du auch nur eine 5-Minuten-Sperre gekriegt und nicht fürs ganze Live. Also bitte entspann dich, ich habe mir das schon sehr genau angeguckt und du hast es so geschrieben. So, meine Lieben, vielen Dank für eure Teilnahme an der Diskussion hier. War ja, danke sehr dir. Danke, dass wir oben sein durften und was sagen durften. Ja, genau, trotz der Kontroverse fand ich es doch tatsächlich extrem lehrreich. Wir haben einige sehr wichtige Punkte dieser Diskussion erläutert. Längst noch nicht alles. Es gibt da auf jeden Fall noch denke ich, noch einiges an Klärungsbedarf. Könnte man dann vielleicht nochmal an anderer Stelle wiederholen, beziehungsweise weiterführen, diese Diskussion. Für heute ist aber Feierabend hier. Ich danke auch wie immer dem Publikum, allen, die jetzt noch hier geblieben sind, morgens um exakt 3:30. Danke euch für die rege Beteiligung im Chat. Danke euch für die zahlreichen Likes. Und danke euch vor allen Dingen für euren finanziellen Support, ohne den das Ganze hier nicht stattfinden könnte. Ich werde morgen wieder online kommen, dann mit einer neuen Thematik. Würde mich freuen, euch wieder hier so zahlreich begrüßen zu dürfen. Wie immer lasse ich den Chat jetzt noch ein paar Minuten laufen, dass ihr euch voneinander verabschieden könnt. Wünsche euch, dass ihr gut durch die Nacht kommt. Bleibt optimistisch. Sick, darf ich noch kurz eine Sache sagen hier zu dem Bruder hier, der über mir ist, Servant auf Feon. Bruder, kann ich dir vielleicht privat etwas schreiben oder dich was fragen, wenn es für dich in Ordnung ist? Kannst du machen, ja. Okay, barakallahu fik. Okay. Komm gut zu liegen. Okay, tschüss. Tschüss. Ja, Dominik, ich weiß, du bist da jetzt nicht mehr zugänglich für meine Argumente. Das ist auch völlig in Ordnung. Vielleicht kriegst du das ja morgen dann hin. Ich sperre nicht leichtfertig und ich sperre auch nicht oft. Normalerweise macht das mein Modi-Team. Und wenn ich mich schon einmische in den Chat, dann soll das schon was heißen. Und du hast es geschrieben, dass es sinngemäß so rüberkam. Und da kannst du mir jetzt auch nichts anderes erzählen. So, wer ist denn noch da von euch, Rackern? Ist überhaupt noch irgendjemand wach hier?
Okay, da kommt nichts mehr. Er scheint alle zu pennen. Dann wünsche ich allgemein, ja, du, klar, enorme, ja. Was? Ich hatte es so verstanden. Ach so, genau, Sis, wie immer, nein, Dankeschön. Ja, ich vergesse es immer wieder. Gute Nacht, Holger. Ich hatte es so verstanden, dass er sie nicht angreifen, sondern erklären wollte. Nee, Chrissy, also ich habe es anders verstanden. Ich habe es anders verstanden. Vielen Dank, Holger. Den Kaffee schraube ich mir jetzt nicht mehr rein. Ne, den gibt's morgen früh. Ja. Ach ja, stimmt. Oh, ich habe den Abo-Chat an. Okay, alles klar. Tada! Okay. Stimmt, Abo-Chat war noch an, ja. Gute Nacht, Enormo. Gute Nacht, Sarah. Gute Nacht, Ghost. Ja, hätte Sis mir das jetzt nicht gesagt, hätte ich das gar nicht mitgekriegt. Paddy, wir sind fertig für heute mit der Diskussion. Kommst ein bisschen spät. Morgen wieder, morgen Abend höchstwahrscheinlich, Moritz. Nee, heute kein Match, ich bin fertig. Gute Nacht, Moonlight. Du auch, Dagmar. Dankeschön. Ja, Dominik, es geht schon wieder los. Komm, lass es gut sein für heute. Du machst es nicht besser. Gute Nacht, Pilzhut. Gute Nacht, Noriko. Gute Nacht, Jalila.